Neben mir sitzt jetzt ein Spieler, der gerade fertig geworden ist mit der ersten oder mit der zweiten Partie. Mit der ersten Partie. Mit der ersten, Michael Rastowitz. Er wird jetzt co-kommentieren. Grüß Hallo dich an alle. Wir müssen, also ein bisschen müssen wir noch warten, glaube ich, und dann geht's irgendwann gleich los. Die richtigen Spieler sind, glaube ich, noch nicht da. Aber in Kürze geht's los. Wie ist dir gegangen bei der ersten Partie? Ja, bisschen schwer gestartet, aber gleich gebreakt und eigentlich 5-1 vorne, aber dann sehr schwer getan, bis ich den Sack zumachen habe können. Aber ich muss sagen, er hat gut gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube 6-3, 6-4, irgend sowas. Ich war kurz mal dort aus, glaube ich, 4-1 geführt. Gibt's das? Ja, ich habe 5-1 geführt. Ich habe zwischendurch wirklich gut gespielt. Ich habe gespielt 11 Data, 15 Data, aber ich habe auch schlechte Spiele dabei gehabt. 21, 22 Darts, das sollte halt nicht sein, aber das kommt vor in der ersten Runde, ich hoffe. Es hat funktioniert. Genau. Wichtig ist der Sieg, der Rest zählt nicht. Du hast jetzt nach 2 Spieltagen 17 Punkte. Ja. Wie schaut's aus dieses Wochenende? Vollgas, oder? Ja, ja, sowieso. Schauen alle Spiele zum Gewinnen. Das ist das Ziel. Und das Ziel ist am Ende unter die ersten 4 zu sein. Und dann wieder qualifizieren. Genau. Das ist jeder. Das ist jeden sein Plan. Perfekt. Aber ich bin gut drauf, ich bin gut vorbereitet. Letztes Jahr hast du ja qualifiziert, bist du da gegangen? Also dann bei der WM? Ja, ich muss sagen, ich habe einen Monat wirklich jeden Tag mit Robbie Mensah gespielt. 5, 6, 7 Stunden und so. Ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war. Obwohl heißt, man kann nie zu viel trainieren, aber vielleicht waren die Erwartungen zu viel. Aber wenn du jeden Tag normal eine Stunde trainierst, ist komisch, wenn du einen Monat spielst. Jeden Tag 7 Stunden und so. Ja. Und ja, es ist halt eine Erfahrung, wenn ich, sollte ich es noch einmal schaffen, ist es sicher einfacher, weil du weißt, wie alles abläuft, was du machen musst, bevor du zum dein Spiel kommst. Und also war schon Nervosität auf jeden Fall dabei. Das muss ich sagen, nervös war ich eigentlich überhaupt nicht. Okay. Aber es ist, mein Spiel ist einfach nicht aufgegangen und wie gesagt, es war vorher, du musst einen Haufen Sachen unterschreiben, da musst du im Interview Foto schießen. Das habe ich alles nicht wirklich im Lübschen gewusst, Foto machen musst, ja, wegen dem Fernseher. Aber dass dann so viel zusammenkommt, habe ich nicht gewusst. Okay. Und nächstes Mal weiß ich das und bin ich vielleicht 2 Stunden früher dort noch. Ja. Es ist auch ein bisschen blöd, wenn du spielst um 1 das erste Spiel. Am Abend ist es sicher ein bisschen angenehmer, weil du kannst hinfahren, zum Mittag in die Halle ein bisschen einspielen und dich auf dein Match fokussieren. Halt. Wie lange spielst du ein vor sowas? Vor sowas spiele ich mich schon 2-3 Stunden ein vorm Spiel. Und vor der Pool Super League? Ich bin 2 Stunden immer, bevor das erste Spiel ist, immer im Veranstaltungsort, im Motorsinowort. Okay, das heißt 1,5-2 Stunden. 1,5 Stunden spiele ich immer ein. Zu viel soll das es da nicht, 3-4 Stunden, weil der Tag dauert doch lang. Du hast 8 Spiele auf Top-Niveau, weil jeder kann dort spielen, da gibt es keine Monkeys. Ja. Dein Favorit nach dir? Nach mir mein Favorit. Ich muss sagen, über das mache ich mir keine Gedanken. Ich muss der Favorit sein für mich und das ist mir zu. Und ja. Sag mal so, der härteste Gegner für dich. Außer jetzt, Mensah, der ist ja jetzt heute nicht dabei. Ja, es sind einige Top-Leute dabei. Zocki, Marjanovic, Roxy, Kalle. Die können dich immer schlagen. Das ist immer 50-50, wenn wir gegeneinander spielen. Das ist halt, wer das bessere Glück hat, sage ich einmal, in den wichtigen Momenten, der gewinnt das Spiel. Vor allem ist es auch schwer, wenn man gegen einen Freund spielt, oder? Oder überhaupt da generell hier bei der Bulls Super League ist schwierig, gegen wen zu spielen, weil du jeden kennst und jeden weißt, wie er spielen kann oder wie er spielt. Das stimmt, aber das musst ausschalten an Bord. An Bord solltest du versuchen, gegen das Board zu spielen und nicht gegen einen Gegner. Weil wenn du immer im Hinterkopf hast, das ist dein Freund und hin und her, das muss egal sein. Schaffst du es jedes Mal? Immer nicht, aber ich trainiere das, dass ich immer schaue, dass ich nur gegen Sport spiele, wenn ich, ja. Gibt es einen Gegner, den was du am meisten, sag mal, fürchtest oder so, einen Angstgegner, den hat ja jeder irgendwie, vielleicht, er muss ja nicht da dabei sein, aber hast du da in der Bulls Super League einen Angstgegner? Oder einen, gegen den sagst, da tue ich mir ganz besonders schwer. Es gibt sicher ein, zwei, gegen die, was ich nicht so gern spüre, aber ja. Das magst du nicht sagen. Das bleibt ein Geheimnis. So, Roxy und Zoltan sind an Bord. Ja, ich glaube, Roxy ist sicher der Favorit. Laut Zettel und laut Tabelle, glaube ich. Roxy hat, ich habe es da aufgeschrieben, Roxy hat 19 Punkte nach 2 Spieltagen.
Und Soltan hat 8 Punkte nach 2 Spiellagen. Aber wir wissen ja, Statistik zählt gar nichts. Ich habe letztes Mal gespielt am Livestream gegen Soltan. Genau, ja. Und ich war, glaube ich, auch 5-1 vorne. Und dann ist das Match 6-5 oder 6-4, ich weiß gar nicht mehr genau, ausgegangen. Und er kann sehr gut spielen. Wenn er gleich seine Doppeln trifft, wenn er sein Flow reinkommt, ist er ein sehr gefährlicher Spieler. So, Rasto, ich muss jetzt kurz in die Regie, ich muss dem noch was sagen. Alles du klar. Du unterhältst jetzt die Leute kurz 2 Minuten alleine. Passt, mach ich. Hab beide Spieler schon sehr fokussiert. Ich habe mit Roxy trainiert, Samstag, Sonntag. Ich glaube 10 Stunden, weil wir ein bisschen trainingsfaul waren die letzte Zeit und was nachholen müssen und so. Und Roxy ist wirklich gut drauf. Jetzt kann halt sein, dass er vor der Kamera vielleicht, weiß nicht, ein bisschen Nerven zeigt, aber glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird, und aber ich glaube, dass der Roxy auf alle Fälle Favorit ist. So, jetzt geht's zum Bull. Soltan beginnt den Bullwurf. Leider haben wir kein Dartboard momentan. Ich glaube, Flocky kümmert sich um das. Roxy beginnt. Alle 2 Spieler sehr fokussiert. So, ich bin wieder zurück. Ich hoffe, du hast deinen Job gut gemacht. Ich hoffe es auch. So, begrüßen wir nochmal alle, die jetzt eingestiegen sind. Also jetzt geht's los. Roxy gegen Zoltan. Roxy einen guten Start. Jetzt funktioniert alles. Roxy hat auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Wie findest du den Spielort da in Montesino? Der Spielort ist absolut Weltklasse. Das ist, du hast einen freien Raum, du hast einen Teppichboden, keine Fliesen, wenn die Darts runterfallen, dass die Spitzen gleich hin sein oder dass du nachschleifen musst, und ich finde das wirklich gut, perfekt. Einwandfrei. Ja. Roxy hat glaube ich, seinen Wurfstil ein bisschen umgestellt. Den hat er leicht verändert. Was ich weiß, dass der hält den Dart jetzt nicht mehr so fest in der Hand. Weißt du da was drüber? Ja, das hat er mal gesagt am Samstag, dass er da ein bisschen was umgestellt hat. So ein Rasto sein Mikro. Ein bisschen Probleme, ja. Aber ich glaube, das hört man bei euch gar nicht, das hört man nur bei uns. Alles klar. Ja, er hat mal gesagt, dass er seinen Wurfstil, also seine Haltung vom Dart um ein bisschen geändert hat. Es ist halt so, wenn du den Dart nicht so fest hast, dann brauchst du auch nicht so viel Grip, meiner Meinung nach. Aber kann es da nicht passieren, dass der Dart einfach irgendwo ankommt, wenn ich den nicht festhalte? Naja, er halte den schon fest, aber nicht so fest wie vorher. Okay. Also, ich halte meinen Dart auch nicht fest, nicht wirklich stark in der Hand. So, Roxy hat 1-0 gemacht. Also dein Favorit ist auch ganz klar der Roxy. Ja, ja. Tipp mal was. Ich sag 6-2 für Roxy. Ich glaube, dass es ein bisschen spannender wird. Ich tippe auf 6-3. 6-3, okay. Also nochmal zurück zum Wurfstil. Also deine Darts sind ja vom Puls. Ja, ja, ich spiele Darts vom Puls seit 3 Jahren, glaube ich. Ja. Bist du zufrieden mit dem Dart? Ja, also super Dart. Wir haben den also aufgezeichnet, zusammengestellt und so, wie ich ihn haben möchte. Und Puls hat das wirklich super hinbekommen. Die hat man eh schon angeschaut, ein schöner Dart. Er ist gewöhnungsbedürftig für manche. So, jetzt haben wir Live-Bilder. Und jetzt gleich eine 180 von Soltan Mesta. Einwandfrei. Der Score dauert immer ein bisschen, glaube ich. Jetzt ist er da. Was kann Roxy nachlegen? Eine 100. Wenn sein
Mikro zum Rauschen anfangen, wenn ihr dieses Rauschen hört. Du mit dem Finger einfach so drauf, bis das Rauschen weg ist. So, jetzt haben wir nochmal Besuch gehabt von der Regie. Dann ja, hast du sein Mikro. Sollte mein Mikro passen. Also ich glaube, das Leck geht ganz. Geht, naja, man kann es nie sagen. Nein, aber schöne 96 von also Roxy. Beide im Finish. 92 Rest. Was spielst du bei 110? Hast du jetzt gesehen, 18? Ich wähle auch meistens die 18 Route. Dadurch, wenn ich 54 treffe, kann ich mein Lieblingsstop, also Lieblingsdoppel Tops nehmen, 16 Tops. Und wenn sollte ich Single 18 treffen, habe ich immer noch 92 für 60 Doppel 16. Ja. Man sieht ja jetzt oft in letzter Zeit, dass viele Spieler, die unter 100 sind, zuerst den Dart auf das Pool wählen oder den ersten Dart auf das Pool setzen. Ja, wenn du bist auf 91, 92, 93, 94, 95, solltest du in Drucksituationen immer das Pool wählen, weil du mit zwei Single einfach ein Doppel stellen kannst. Ja. Weil wenn du auf 92 stehst und du spielst 60, triffst 20, brauchst du wieder ein Triple oder Doppel-Doppel. Und so kannst du mit zwei Single auf ein Doppel stellen. Viele glauben, das Pool ist so schwer, aber das Pool ist genau dasselbe Doppel. Sicher ist es kleiner, aber dasselbe Doppel. Du hast wenigstens die Chance, dass du das Leck gewinnen kannst. Im Prinzip ist es eigentlich größer. Sozusagen. Jein. Mit dem Außenpool yeah. Ist größer. So, Roxy hat das 2-0 gemacht, also hast recht behalten, man weiß nie. Hau mal dagegen gegen dein Mikrofon, dass man das wieder. Jetzt passt alles. Perfekt. Aber beide spielen gut. Es ist halt immer schwierig, das erste Spiel am Stream zu spielen. Alle Spieler, sie sind auch was der eine die Bühne, die große gewöhnt oder einen Livestream. Und das ist immer ein bisschen, du weißt ja schon, viele Leute zu. Und du möchtest unbedingt dein bestes Spiel zeigen, aber das funktioniert halt nicht immer. Jetzt gibt's nochmal rauchen. Irgendwie haben wir Probleme mit dem Rasto sein Mikro, also Entschuldigung, wollen wir ein bisschen rauschen. Ja. schon, ja. Ein Robin Hood. Das ist, wenn man zu genau spielt. Jetzt ist im Rasto sein Mikro aus. Schau mal, wird gleich wieder da sein. Sonst entschuldigen wir uns jetzt fürs Rauschen und schauen, dass wir das bis zum nächsten Match hinkriegen. Aber irgendwie haben wir da ein kleines Problem. Wenn wir nochmal auf die Partie schauen, der Roxy ist jetzt klar vorne, kann sie jetzt 100 stellen. Zoltan ist auf 2,42, also Roxy bekommt auf jeden Fall jetzt mal seine Doppeldarts, ja. Ja, er hat nur 60 geworfen, das war jetzt ein Fehler. 93. Und Zoltan, jetzt hängen wir ein bisschen nach mit dem Scoreboard, aber jetzt haben wir schon. Also beide auf Finish, Roxy bekommt auf jeden Fall Checkdarts. Ja, klopf mal. So, jetzt ist es wieder aus. Irgendwie haben wir da. Jetzt geht's. Jetzt schaut's gut aus. Na, die Regie kommt, der Paul kommt und das Mikro geht das wieder. Ist der Vorführeffekt. So, was haben wir da jetzt? Das Kurs kann nicht ganz passen. Nein, das war jetzt nicht. Jetzt hat Zoltan jetzt gecheckt. 2 zu 1. Jetzt genau, wir hängen mit dem Score 20 Darts. Das ist jetzt neu mit dem Score seit heute. Jetzt dauert es ein bisschen. 21 Darts, er hat sich da jetzt verdrückt, aber kein Problem. Wir werden das schon kriegen. 2 zu 1 so, für Roxy. Jetzt wird das Spiel ein bisschen besser. Es ist immer schwierig am Anfang, dass du ein Spiel reinfindest. Wird es dann mit der Zeit, oder? Ja, das muss werden, weil sonst ist es schnell vorbei. Ist klar. 140 vom Zoltan. Zoltan ist ja aus Ungarn. Kennst du ihn selbst schon länger oder jetzt nur durch die Super League? Ich kenne ihn eigentlich nur durch die Super League. Die anderen Spieler kenne ich alle schon länger, aber er ist einer, was ich nur von der Super League kenne. Okay. Die anderen kenne ich von dem Elektronik-Dart. Jetzt haben wir zweimal 140 von Zoltan. Noch eine 140. Schauen Sie auf einen 11-Darter. Das wär's.
Hast du nicht letztes Mal einen Elfer gespielt, wie wir im Livestream waren? Ich glaube schon. Ja, ich heute habe ich auch schon einen Elfer gespielt. Na, bist deppert. Bist drauf. Aber, ja, das ist nur ein Leg. So ist es. Und man braucht 6 Punkte. Im Endeffekt... Wie ist für dich der Unterschied? Weil beim Elektronik, das ist man es gewohnt, dass man auf 2 oder auf 3 gewonnene spielt, also Best of 3 oder Best of 5. Wie ist für dich jetzt das First to 6? Ist das... Na gut, ich muss sagen, ich spiele schon 3-4 Jahre die PDC-Tour und ich bin das Best of 11 eigentlich gewohnt und ich spiele es sehr gern. Also ich spiele es viel lieber wie Best of 3, weil Best of 3 kannst, da setzt sich des Öfteren, sage ich mal, nicht der bessere Spieler durch, sondern du vergibst, weiß ich nicht, 3 Jackdarts. Und der andere checkt dir. Und der andere checkt da und spielt da 5. Runde drauf, weil 5. Runde kann jeder spielen heutzutage, sage ich einmal. Und das ist halt sehr schnell vorbei. So, dann bekommt Nummer 3 Jackdarts. Das ist. Nein, also nach dem Gesichtsausdruck nicht. Aber Roxy macht das jetzt, das 3-1. Roxy nimmt seine Chancen, wenn er die Chance bekommt. Nimmt das normal. Knapp drunter. Doppel 10. Der ist daneben und. Der ist auch daneben. Beide tun sich ein bisschen schwer auf die Doppelfelder. Da ärgert man sich, oder? Ja, ja. Immer. Der andere vergibt 6 Jackdarts. Aber die Sache ist, man sagt es immer leicht, aber das muss trotzdem ausblenden. Da, ja, das, klar. Weil du kannst dich nicht ärgern, 10 Minuten, wäre dann das Spiel vorbei. Du musst sofort abhaken. Also am besten ist werfen, nach vorne gehen, ärgern, zurückgehen und vergessen. Am besten ist den Kopf ausschalten. Ja. So, 2-2. 2-2, wird spannend. Also mein Tipp geht noch. Aber jetzt kommt Zoltan besser ins Spiel 100. Vom Score. Wie mich das ansieht, ist das eine 100 gewesen. Ja. Bei Roxy merkt man jetzt, dass der Score ein bisschen nachlässt. Und an was kann das liegen? Kann das liegen, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Druck bekommt vom Gegner und sich sagt, in den ersten 2 Legs sagt, okay, gut, ich habe Chancen, oder ist es vielleicht doch daran, weil ich ein bisschen nervös bin, weil das erste Spiel ist, weil es im Livestream ist, an was kann das liegen? Ja, na, wie gesagt, der Gegner spielt besser jetzt vom Score her und ich glaube auch, dass der Roxy ist sicher Spieler schon lange, aber so erfahren ist er auch noch nicht, sage ich mal. Er weiß es, dass viele Leute zuschauen, dass wir zwei da diskutieren über das ganze Spiel. Aber das hast du ihm gesagt dann. Ich habe ihm gesagt, er muss gut spielen müssen. Also auf gut Deutsch hast du nochmal extra nervös gemacht. Ja, ja. Na, aber Roxy ist ein klasse Spieler. Ich glaube trotzdem noch, auch wenn er jetzt momentan einen kleinen Hänger hat jeder. Das sieht man im Fernsehen auch, wenn die spielen, weiß nicht, Best of irgendwas, 19 oder irgendwas. Irgendwann hast du einen kleinen Hänger und also eine Krise und aus der Krise musst du so schnell wie möglich rauskommen. Wie kommt man am besten aus so einer Krise raus? Neu fokussieren. Treffen. Paar gute Aufnahmen, wichtige Checks und dann ist das Selbstvertrauen wieder ganz anders da und. Ist klar. 58 von Roxy jetzt nur. Sollte man sich in den Finish-Bereich stellen. 164 Rest, ja. Das wäre natürlich ein schönes Finish, auch wenn dann mein Tipp weg ist. Aber Roxy ist jetzt auf jeden Fall... Roxy macht Druck jetzt. Mit 180 im Check, weiter drinnen im Check. Die erste 180 vom Spiel. Jetzt schauen wir, was Solta macht. Ja. Triple 1. Schade. 101 Rest. So, was macht Roxy? Er verpasst gecheckt. Jetzt 96. Schauen wir, was zollt dann. 36 Rest. 18 Rest, Doppel 9. Das war nicht drin. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 5 Bilder auf einmal. So, das muss Roxy jetzt machen. Naja, erster Dart sitzt. 3-2, also mein Tipp ist noch möglich. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem im Scoreboard, aber es dürfte gleich wieder gelöst sein. Zoltan startet das 6. Leg. Auch noch richtig rechnen mit einer 85.
Also unser Kommentatorenkabine füllt sich gerade mit lauter Top-Spielern aus Österreich. Irgendwer lockt. Ja, jetzt kommen die guten Robby und Kalle ist da. Ne? Die werden wir nachher, also einen davon werden wir, Kalle, werden wir nachher sicher in einem Stream sehen. Oder hören. Irgendwie so. Nochmal, schauen wir wieder zurück aufs Match. Eine 100 von Zoltan. 92. Oxy wird natürlich jetzt das Break wollen. Dann so schnell wie möglich das Spiel beenden. Ja, aber jetzt ist für das Leg Favorit, glaube ich, der Sultan. Was denkst du, wenn du 3-2 vorne bist? Willst du nur noch deine eigenen Legs gewinnen? Oder? Dann denke ich mir, ich brauche noch 3 Leg. Bis auf 6-2. Und das muss so schnell wie möglich erledigt sein, irgendwie. Ah, Roxy stellt sich 165. Also wenn der Robi sich jetzt 165 gestellt hat, das wäre ein bisschen komisch gewesen. Der steht hinter uns. Vielleicht hat er ihm eingesagt irgendwie. Triple 5, Triple 20 und das war glaube ich nochmal eine Triple 20. Also 164 sehen wir auch nicht. Ich denke, nee, der war vorbei. Trotzdem zahlt dann jetzt die 120 zu. Ja, kann so ein Finish immer machen. Jetzt nicht, Chance vorbei. 60. Aber das macht der Roxy jetzt. Das hast du zuerst auch gesagt. Dritter Dart passt. Doppel 2. Na? Stimmt, sag es. Recht gehabt. Break. 4-2. Zwei Legs noch. Guter Start von Roxy 134. Zoltan muss nachlegen. Macht auch mit 140. Sehr, sehr gut nachgelegt. Roxy fühlt sie unten ein bisschen besser wie auf die 60. 90 geworfen. 100 von Zoltan. Aber jetzt haben wir ein bisschen. Jawohl. Einer noch. Das ist eine 140. Aber im Finish. 12 Data möglich. Was macht Zoltan? Triple 49. Kein Finish, 6 Darts Zeit. Die braucht auch. 57 Rest. Tops stellen. 97 gescored. Also, wenn er das Leck jetzt gewinnt, Roxy, glaube ich, dass das Spiel aufgeht. Schon vorbei ist. Ja. 135 von Zoltan. Das heißt, das könnten jetzt die ersten Match-Starts sein, auf Deutsch. Glaube ich, ja. Weil der Zoltan ist dann unter Druck, dann muss er 4 Leg hintereinander gewinnen. 5-2 für Roxy. Souverän, ein 14er Data. Ja, perfekt. Ein und frei. Schauen wir, ob er es richtig eingibt. Ah, schau, da spielt er sogar 13 Darts bei uns. Das ist ja doch besser. Zoltan beginnt, glaube ich, jetzt habe ich den letzten Data jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, das war ein 59. Ja, 59. Ja. 60 von Roxy. Ein Punkt vorne. Der kann es entscheiden. Da merkt man halt wieder doch, dass Zoltan auch Dart spielen kann. Also, ja. Wie du gesagt hast, hier kann jeder Dart spielen. Das sind nur 15 Punkte von Roxy. Jawohl. Geht schon wieder. Er zahlt dann will, der kann. Muss auch. Also ich glaube, mein Tipp geht jetzt in die Hose. Außer Zoltan hat jetzt Check-Schwierigkeiten, bis Roxy drankommt, aber ich glaube. Das
Super 140 von Roxy noch einmal. Druck auf jeden Fall nochmal erhöht. 60. 60 mit Roxy mit einer hohen Aufnahme. Ist er wieder dabei. Obwohl 132 wäre natürlich auch ein schönes Finish. 100, kein Finish für Roxy. Schauen wir, was er macht mit den 100. Spieler übers Pool, oder? Nein, muss er auch nicht. Weil Roxy Schade. Noch nicht im Finish ist. Er möchte das Spiel gewinnen. Er möchte nicht spielen für den Stream, sondern er möchte das Spiel noch drehen. 66. Schauen wir, wo sich Roxy jetzt hinbringen kann. 84 geworfen, 102. Schauen wir, was Zolter macht. Das ist die 11. Ich möchte Triple 14, trifft ja. Die 11. 15. Ah. Da haben wir jetzt einen falschen Score, ist da jetzt eingegeben worden. Mhm. Triple 19. Doppel 16 fürs Match. Schade. Sollten jetzt das Leg wird sich Sultan jetzt holen. Jetzt haben wir wieder den falschen Score. 10. Das ist halt kein Lieblingsdoppel 5. Also, Roxy hat jetzt, glaube ich, Doppel 8 stehen, oder? Doppel 8, ja. Doppel 4. Und Game Shot. Jetzt. Doppel 13, ja. Also bitte jetzt nicht beeindrucken, also wir haben da den falschen Score. Also Roxy hat nicht 86 stehen. Ja, dann also kommt doch mein Tipp. Ich kenne ja beide Spieler doch. Ja. Naja, schauen wir mal. Jetzt muss Roxy, aber ich glaube sein eigenes Match gewinnt auf jeden Fall. Startet mit 580. Jetzt müssen wir selber ein bisschen mitrechnen, glaube ich. Nein, 416 Rest, Roxy. Passt. Rastu rechnet. Der ist besser wie ich. Wir haben schon wieder. Scoreboard ist schon da. Sonntag mit 81. Na, jetzt möchte Roxy das Spiel beenden. Jetzt haben wir es auch nochmal kurz in der Aufnahme gehabt. So, aber glaube ich wieder eine 85. Ja. Und Roxy. Sonntag mit einer 100. Aber Sonntag lasst nicht nach. Vorne ist er dabei. Schauen wir, was Roxy jetzt im letzten oder im vermeintlich letzten Leg in seinem eigenen Leg 90 geworfen. Stande bringt. Ja, jetzt ist der Druck auch für den Sultan da. Er weiß, er muss scoren. Da wird's natürlich sonst ist Spiel vorbei. Ja. Um ein Eck schwieriger. Nicht. Im Finish der Roxy. Jetzt wieder schauen sollten, dass er wenigstens auf die 170 kommt, 105. Ja, braucht er. Das wird schon schwieriger. Nein. Sieht nicht mehr aus. So, Roxy wird jetzt versuchen, in ein Zwei-Dart-Finish zu kommen. Jetzt haben wir da den falschen. 5. Wir haben irgendwie hier den falschen Score. Na, jetzt macht das Roxy 6-3 hundertprozentig. Ja. Wie man es dabei gesagt hat. Also wie gesagt, ja, jetzt fängt ein. Geht schon wieder. So, Roxy, 80 fürs Match. Was machst du? Macht er die zu? Ich glaube nicht, ich glaube nächstes. Tops! Dann haben wir jetzt nicht gesehen, wo der war. Oh, der war weit weg. Schauen wir. So. 58 Rest für Sultan, das muss er jetzt machen. Und? Ah, macht er nicht. Aber jetzt macht Roxy zu, erster Dart hundertprozentig. Ich wette jetzt nicht mit dir. 22 ja. Dart fürs Match. 6-3 für Roxy James Rodriguez. Jetzt können wir auch auflösen, wir sind ein bisschen verzögert mit dem Stream, also Roxy steht schon bei uns erinnert und hat uns schon gesagt, wie er gespielt hat. Wir gehen jetzt kurz auf
Pause, Werbung. Ja, ich muss mich vorbereiten ein bisschen für mein nächstes Spiel. Ich wünsche dir alles Gute und danke fürs Mitkommentieren und wir sehen uns danke gleich wieder. Danke dir, Flocke. Ciao, ciao an alle. So, liebe Leute, wir sind schon zurück. Ist ein bisschen schnell gegangen jetzt, darum haben wir noch kein Scoreboard. Das heißt, das kann ein bisschen dauern, bis wir das richtige Ergebnis haben. Also, die Turnierleitung hat schon gleich danach gestartet, ohne dass wir das gewusst haben. Ich habe jetzt wieder einen Spieler bei mir, und zwar den Kalli, meinen Lieblings-Co-Moderator. Hallo, also, alle. Es wird sicher ein sehr, sehr lustiges Match, was die Kommentare betrifft, denke ich mal. Schauen wir mal. Kalle, wie geht's? Ah, spült, glaube ich. Zwei schon. Wie ist ausgegangen? Ich habe zweimal 6-1 verloren. Nichts gegangen? Ich kämpfe ein bisschen mit allen. Nein, ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet für Stildart das Wochenende. Du hast mir unter der Woche noch geschrieben, du brauchst Darts. Ja, ich hab da jetzt welche. Was sind das welche für? Ja, die habe ich in einem Kastel gefunden daheim. Also okay. Was ist mit deinen Darts passiert? Die sind nach Deutschland gegangen. Ich hab die zum Gewinde nacharbeiten geschickt. Okay. Einfach nur, weil ich in Carbon-Schaft spiele. Ja. Und ein Carbon ist ja eine sehr harte Faser. Und wenn das Gewind nicht hundertprozentig passt, das gibt bei der Toleranzen bei den Gewindbohrer, dann schält man dauernd das Gewind vom Schaft weg. Und das ist dann auf die Dauer blöd. Ein bisschen schlecht. Ja. Und jetzt bist du mit den Darts nicht ganz zufrieden? Nein, Darts, das hat mit dem nicht so viel zu tun. Ich bin recht müde von den letzten Tagen. Ich bin erst von Taiwan heimgekommen, vor zwei Tagen, habe dort Bull-Shooter gespielt. Ja, war ein bisschen stressig, ein bisschen viel den letzten Tag. Okay. Du hast wieder die letzten 32 erreicht, was du mir geschrieben hast, glaube ich, oder? Ja, die letzten 32 bin ich aus dem Turnier rausgefahren. Es geht dort so schnell, das ist Best of 5, was die da papp, ist das Ganze vorbei. Gut, wir haben leider noch keinen Scoreboard, also die Partie hat schon begonnen. Da haben wir, glaube ich, gesehen einen 100er vom Donci. Die gelben Flights an der Rasto. Der Michael Rastovic, ja, so 98 Punkte. Das waren 98? 20, 57, 21. Ich glaube, das waren 2-7er. 2x777. Aber wir werden hoffentlich bald das Scoreboard bekommen. Hoffe ich zumindest. Und dann werden wir um einiges schlau sein. Also ich denke, es steht noch 0-0. Ich habe dabei noch keinen Checkout gesehen. Dann beobachten wir das ein bisschen, dann haben wir zumindest das Ergebnis. Und dann wird der Kalli mitzählen für beide. Ich werde es machen, ja. Wie geht's sonst, Kalli? Alles in Ordnung mit dir? Ja. Alles fit. Wie gehabt, jetzt die letzten Tage eben war ein bisschen viel. Merkst du an der Gesundheit ein bisschen. Du hast da wieder deinen typischen Autostopp oder die typische Autobahn 180 ja, von Rasto. Aber mir hat jetzt das Problem auch eruiert. Okay. Ja, irgendwie meine Kupplung kriegt irgendwo Luft. Okay, also wird's. Ich habe eine hydraulische Kupplung im Auto, mit einem Masseschwung. Ne? Ja. Und da kommt irgendwo Luft rein und darum spinnt es. Und jetzt haben wir diese Teile bestellt und bin ich bald hoffentlich ohne Autobahnen unterwegs. Und wenn es dann nicht besser wird, wissen wir wahrscheinlich eindeutig, dass du nicht Auto fahren kannst. Stimmt. Dann liegt es zwischen, wie sagt man da, Lenkrad und Sitz, ja, ist dann das Problem. Ja. Bei mir rauscht schon der Leitung. Perfekt, jetzt schon wieder. Geht schon wieder. Ah, jetzt haben wir natürlich nicht geschaut, ob man schon checkt hat. Nein, ich also glaube, das ist jetzt ein Doppel-14er vom Donci, was er da anspielt. 14, Doppel-7. Nicht daneben. Getroffen. Wir wissen leider nicht, auf was der Rasto steht, aber wir werden es gleich. Wir werden es gleich vermuten können. Doppel 10 hätte ich gesagt. 10, da haben wir schon das Scoreboard stehen. Perfekt, super, einwandfrei. Und das ist Doppel das 1-0 für Michael Rastovic. Ja, das ist leider, steht leider falsch.
Okay, Leidl, also wo da jetzt Michael Rastovic steht, gehört Donci Restovic hin und wo Donci Restovic steht, gehört Michael Rastovic hin. Genau. Also einmal verdreht. Ich werde das aber kurz an der Regie, in die Regie ja, weitergeben. Sagst du das weiter? Ja, ich möchte mich kurz entschuldigen, Leidl. Nur der Mikrofon nach oben, perfekt. Also das werden wir gleich berichtigt haben, dass die Namen da verkehrt sind. Wahrscheinlich müssen wir dann das Scoreboard neu starten. Wie gesagt, das Scoreboard ist heute neu. Jetzt haben wir auch die Spieler eingeblendet. Donci und den Michael hat man da kurz gesehen. Rasto. Schauen wir kurz. Also Rasto startet mit 135, 140 einwandfrei. Wenn es noch stimmt so, aber ich denke, stimmt noch. Also es sind nur jetzt die Namen vertauscht. Ich hoffe, das bekommen wir in der Regie jetzt schnell geregelt. Und Kalle ist auch schon wieder zurück. Hallo. Perfekt, hallo, hallo. Also ist es jetzt technisch nicht möglich, dass man die Namen vertraut? Also Leilon. Dann, wir wissen es jetzt. Wir werden es immer wieder sagen. Also die Namen sind jetzt leider verdreht. Rasto. War das jetzt der Finish? Nein, das war kein. Naja, wollte Single 18 auf 40, hat ja. Aber zu hoch angezogen und ein bisschen zu schnell vielleicht und Doppel 18 getroffen. Auf. Nein, 22 Rest. Danke. Flocki, das lernen wir da auch noch. Was? Nein, ich kann. Flocki ist übrigens der absolute Topmann in der Dartszene, was alles betrifft. Und das, was ihm noch fehlt, die Feinheiten, da ist der Kalli da. Was? Der bringt ihm das bei. Wir machen da eine Schulung. Machen wir Schulung. Wie lange? 3 Tage? Na, 3 Tage werden wir nicht brauchen. So, also ein Check vom Raster. Genau, also die Namen sind verdreht. Sehr schön mit 15 Darts. Sehr spitze gespielt. Eigentlich waren es 14. 15 mit dem dritten Dart war's. War das? Ich glaube, das war mit dem zweiten. Okay, bist du nicht konzentriert heute? Nein, schon. Wirkst du konzentriert? Sag ich 14 Dart waren es, das war der zweite Dart. Nein, das war der dritte. Nein, das war der zweite Dart. Können wir bitte, Regie, können wir bitte eine Wiederholung haben? Wir haben da eine Diskussion in der Moderatorenkabine. Das werden wir berichtigen, das werde ich offiziell auf Facebook stellen. So, wir sehen da wieder den Switch zu den Spielern. Donci kommt immer schön in den ersten, da in 60er rein. Startet mit gute Linie. 181 und jetzt... Was kann der Rasto nachlegen? 43. 40. Ja, das hätte ich gewusst, du hast nur schneller. Leib und Herz ist das. Schau, ah, Donci wird man. Der Donci ist einfach ein Spieler, der kann da 3-Leg nichts werfen und dann kann dann 100, 100, 100, 100. Okay. Und das 100 an, also da ist. Das kann dann ja. Ärgerlich werden. Ja! Du denkst, der passt, 3-0 vorne, kein Problem, schaukel mal haben. Und auf einmal trat der Kerl. Also ich hab gegen den schon ein paar Mal 6-5. Trotz einer guten Führung und auf einmal ist da eine Leistungsexplosion. Ja. Man sieht es jetzt wieder, 140, glaube ich, waren das. Es waren 140, ja. Nein, es waren 100. wir können so, also. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas war's. Ich glaube, da ist ein Geist. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Das so. Wieder meinen ersten und Triple 20er. Es waren 140. Es waren 140. Nein, 140. Hab's und ja jetzt gesehen. 80 gecheckt. Und gecheckt. Wir haben da ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend für euch, aber bei uns ist das Bild, wie der Flocki schon mehrfach gesagt hat, ein bisschen verzögert und dann, ja. Also das Scoreboard ist auf jeden Fall, wir haben da ein bisschen Probleme jetzt mit dem Scoreboard. Man sieht ja an die Namen sind falsch. Also es gehört. Da steht jetzt 2-1 für den Rastovic Michael. Genau. Das werden wir dann in der nächsten Partie, wird das wieder funktionieren. Ist jetzt leider technisch nicht möglich, weil sonst würde man so nachhängen mit dem Scoreboard, dass man das nicht mehr hinbekommt. Eben, ja. Man sieht es, der Donci wieder mit 97. Man kann es ein bisschen unterscheiden. Also der Rastor hat gelbe Flights und der Donci hat weiße Flights. So kann man es genau, ein bisschen unterscheiden. Donci startet mit 97, Rastor mit 45 und 60. Was kann Donci nachlegen? 60, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Rastor mit dem ersten im 60er. Schön drauf. Zweite leicht drüber. Komm, anziehen, schön. 100. Schöne 100 einmal. Mal das eigene Leg verteidigen. Genau. Er hat schon ein Break. Ein Break hat er schon. Und so war ich selber verwirrt von den anderen am Scoreboard. Ich schaue die ganze Zeit nur aufs Scoreboard, weil ich muss mich da wirklich konzentrieren. 41 vom Donci. Wie gehabt, Donci. Das mit Zöllen lernen wir schon. Passt. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Danke. Ich komme auf eine 3-Tages-Schulung zu dir. Ins Burgenland. Ins Burgenland. Genau. Machen wir. Rasto mit dem letzten Tag Triple 19, hat den, glaube ich, 78 jetzt gescored. Den Wurf, 97. 97. Ich hätte auch gesagt 78, aber. Ja, was weißt du, wenn die da auf der Kante stecken, ja. Die Tat nebeneinander, dann ist es ein bisschen schwer zum. Das waren jetzt 41
Und das ist das, was ich gesagt habe vom Donchi. Da kommen 100, 100, 100, 140, zack, brack zu und dann 41, 41. Ja. Das ist ganz, ganz witzig, weil ich denke mir halt, wenn er trifft, oder ich habe halt eine Partie, wo ich nicht trifft. Ja. Ist mir jetzt auch zweimal passiert, was nicht so. Auf und ab, jetzt 85 wieder. Naja, aber das ist ja schon alles zu spät wahrscheinlich, weil der Michel 62, 12 auf Tops und auch ja, drüber, aber das macht nichts. Donchi auf 177, also der Rasto ist safe in dem Wurf. Was kann er sich stellen? 40 geworfen, mit einem 19er gehen, ja, 49 Triple 3 getroffen. Wie viel hat er dann Rest? Was? 128? 20, ja. Oh, erster Tat vom Rasto-Check, 20 Tat diesmal, okay. Einwandfrei, einwandfrei. Schön gemacht. So gehört. Gefahrlos, heimgespieltes Leg. Dein Tipp für das Match? Naja, da aus 3-1 für den Rasto steht. Nein, ich hätte sowieso einen Rasto tippt. Ich sehe einen Rasto als irrsinnig starken Stildart-Spieler. Aber was, 120. Was, ich sag wieder 6-2 für den Rasto. 125. Für das ist mir der Donchi jetzt gefährlich. Das kann jetzt 6-1 ausgehen und das kann noch 6. Was sagst du? Sag einen Tipp. Ich sag 6-2. Ich sag 6-1 für den Rasto. Ah, du sagst, das kann nur ganz knapp ausgehen und dann sagst du 6-1. Naja, bevor ich jetzt 6-4 sage, sage ich 6-1 haben wir doch. Passt. Sag ich 6-2. Ich muss ja zum Rasti helfen. Nein. Eh. Wieso musst? Naja. Wir freuen uns. Das ist richtig. Ihr trainiert ziemlich viel, gell? Haben wir eh letztes Mal schon besprochen. Ja, aber jetzt letzte Zeit haben wir miteinander, wir haben wohl trainiert, aber jetzt nicht so dieses intensive miteinander Training. Er ist mit der Arbeit doch recht einbunden momentan. Wahrscheinlich wird auch der Unterschied E und Stillard. Der steckt gut, 140, aber zählt 140. Sagst du, dann bumm, explodiert der Toni wieder. Ja. Der Donchi. Nach 12 Darts auf 67 und raus da. Kann sich kein Finish stellen, was ich da jetzt gesehen habe. Ich glaube auch, das waren 65. Das ist jetzt ein Doppel-8-Rest für den Donchi, schwarz und wir haben das zweite Leg. Ich tippe jetzt auf 6-4. Ich möchte bitte meinen Tipp revidieren. Geht das? Naja, wir haben natürlich nicht gewettet, also es funktioniert. Oh, ja, also es steht 3-2 für Rasto, es ist ein bisschen. Rasto wirft an mit 100. Für die, die was jetzt neu zuschauen, weil ich schätze, es werden immer wieder neue kommen. Die Anzeige ist verdreht, also es geht einmal umgedreht. Die Anzeige ist nicht verdreht, es ist einfach, die Namen stehen am falschen Score. Ja, Rasto vertraut die Augen, ja. Ja, das ist im Prinzip dann, wie man sieht. Entweder steht der Score falsch oder die Namen sind verdreht. Nein, weil der, was das Bull wirft, steht links, oder? Nein. Nein? Nein. Ja, ich kenne mich da nicht so aus bei dem Dartspielen. Ich bin ja da auch vom Skisport eigentlich eingeladen worden. Du bist das ein Depp. Beim Skisport tust du nur weh. Nein, ich war ja geborener Langläufer eigentlich. Aber damals für die Olympia-Vorbereitung haben wir das Knie verletzt und seitdem tue ich halt Dartspielen. Ne? Achso, okay. Ja, natürlich. So, was sehen wir 108? 123,8. Was siehst du, der Donchi wieder nach 9 Darts auf 174 quasi mit 12 Darts ein schönes aber Finish. Aber da warst du der Erste am Wurf, ja. Am Check. Was kommt jetzt immer drauf an, was sich der Donchi stellt? Wo? 136, geschenkt gemacht. Natürlich schön. Schau mal, natürlich wäre das jetzt schön. Der passt. Ah, oh, Triple Sim. Ist natürlich schade. Schade, wo stellt er sich hin? Da ist der Fly weggeflogen, aber das ist eine Single 20, glaube ich. Dann ist er 48 Rest, ne? Und das 101 Punkte, genau. Donchi auf 38, er schon dazu. Zack, Brack, also 13, Doppel 19 ist Break. Eigentlich ein Weg, was man nicht so geht, oder? Nein, ich glaube, so geht. Das ist 98 oder Kopf. Ein Dart in der Hand, natürlich probiere ich den Triple 20, dass ich auf Doppel komme. Ne? Du hast ja bei 98 Triple 16 auf Bull oder du schießt vielleicht ein Bull, dass du in der nächsten Runde leichter tust, aber in dem Fall nimmst du nochmal den 60er. Ja. Da hast du mit 60. 3-3, du hast recht gehabt. Also, das kann sich drehen. Ne, war klar, dass ich recht habe, oder? Ja. Du hast bis jetzt oft recht gehabt. Ja. Stimmt. Nicht immer, aber oft. Immer öfter. Immer öfter. Wir haben da ein bisschen Licht ein aus. Ja. Da ist die volle Techno-Party. Ja, heute ist. Und da kann man da Tonkabine Rasto mit einem Triple, habe ich gesagt. Zwei, drei Trippeln.
180 vom Raster geworfen, sehr schön gemacht. Ja, Donche hat zweimal kein Triple Cup in der Aufnahme. Jetzt haben wir da 134 vom Donche. Jetzt geht das Spiel schön. Das wird schön voran. Interessant. Mhm. ...94 vom Raster, das heißt, er stellt sie und könnte ein Break werden. Er hat 108 Rest, das heißt, ein Single, ein sogenanntes Shanghai-Finish, ein Single, ein Tripler, ein Doppel. Donche mit 45 auf 148 Rest, nehme ich recht im Zinne. Unglaublich, wie er Raster auf Tops. Oh, da ist der 108, wieder 15 Dart, sehr schön gemacht. Wird klasse, wird klasse. 4 zu 3 mit am Break, das heißt, er darf das nächste Leg beginnen. Jetzt war der Vorschuss auf 15 Dart, 5-3 und dann ist schon. Und dann nochmal kurz danke. Und ist schon gut, ja. 3 an 1, glaube ich, fangen wir da an. 20-19, Triple 18, ja. Geht voran. Donche mit 57. Probiert immer die Triple 17 mit dem letzten Dart. Könnte es 5-3, wenn das der Raster jetzt. 557 wäre natürlich auch schön. Könnte. 134 drauf. Wenn der Raster das Leck jetzt macht, ist das. Glaubst du, ein bisschen ein Checkdart? Ja, na, auf alle Fälle. Ich sage, meiner Meinung nach, ich schätze auch den Rastovic Michael weitaus stärker wie ein Donche. Hast du mit der nächsten Aufnahme mit 138, glaube ich, jetzt? Nein, 121. Kali, wir haben eine Frage gekriegt. Bist du auch in Slowenien nächste Woche? Yes. Wenn mich wer mitnimmt. Ich fahre am Montag weg. Am Montag ist mir zu früh. Achso, okay. Wenn mich Mittwoch wer mitnimmt, dann kann ich unten spielen, ja. Hast du kein Auto? Nein. Achso, geht's jetzt nicht mehr. Oh, 153er Check vom Rastovs, 5-3, 12 Darts. Wunderschön gemacht. Weltklasse. Weltklasse. Das war wirklich stark. Starkes Leck 91, 134, 121 und 153er Check. Sehr stark. Perfekt. Das ist, dann kommt der erste Dart und dann. Donche mit 81. Glaubst du, das war jetzt, also der 12 Dart war jetzt auf jeden Fall ein kleiner Matchstart, würde ich sagen. Matchstart 140 drauf, jetzt ist er im Flow. Im Flow. Der Rastl. Voll drinnen. Jetzt, genau. Schau mal, was da kommt noch vom Donche. 60 kommt Donche. Jetzt die Aufnahme kann schon viel machen. Ich glaube, dass das 6-3 wird. Da ist jetzt irgendeine Schiebung, weil da stimmt etwas nicht. Nein, das ist nur Vermutung. 6-3, hundertprozentig. Wetten wir mal Bier? Nein. Nicht. Niemals. Wetten tut man nicht. Wetten tut man. Du musst ein gutes Beispiel da im Internet sein für die Leute. Wetten heißt das. Gutes Beispiel. Immer. Du schon, ja, mein Freund. Auf was kann er sich stellen? Also wie gesagt, das Scoreboard ist noch immer verdreht. Das werden wir dann in der nächsten Partie hinbekommen. 76 von Raster. 80. Ich glaube, das war 140. Schauen wir, was eingegeben wird. Ah, 140, ja. 87 Rest. 100 vom Donche, aber das ist nur mehr Kosmetik, glaube ich, dass er da auf dem Check steht. Triple 17 für Raster, 36 Rest. Und Check mit 14 Darts, sehr stark gespielt, muss ich sagen, die letzten Legs überhaupt. 3. Perfekt, wir gingen wieder kurz auf Pause. Werbung, hat mich gefreut, wünsche euch was. Danke, Kali, wir sehen uns später noch. Ciao dabei. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, wir haben da ein paar Fans in der Kommentatorenkabine. Genau. Die Kinder nicht gemurr kriegen. Magst du was sagen für unsere Zuschauer? Hallo. Also wie gesagt, das war jetzt gerade der Robi. Nochmal kurz Hallo gesagt, der hat gerade eine Pause. Der hat verloren. Gegen einen Zoki 6-2. Okay, und dann 6-3. Und gegen einen Marjanovic auch 6-5 verloren. Also, wie war das Spiel? Ja. Wie war das Spiel? Das zweite. Ja, zwei Halbfinisher gegeben. War schon gut.
Also ich glaube, man hat es jetzt kurz verstanden, zweimal High Finish bekommen. Gut. Macht habe ich es nicht. Sonst hätte es wahrscheinlich anders. So, wir haben ein Bild. Hannes Schnier gegen Mija Haban Habjan. Alles da, perfekt. Schauen wir, wer beginnt. Mija, slowenischer Spieler, Hannes aus Österreich. Du warst das, alles perfekt. Ich habe das, alles aufgeschrieben. Du warst das. Na, jetzt fährst du schon 8 Mal zur Superliga, jetzt willst du es auch schon wissen, oder? Ich bin das dritte Mal da heute. Naja, 3x2 ist 6 und 2x3 dazu sind 8, das geht schon. Super. Sonntag ist er nämlich. Stimmt. Der hat 16 Punkte nach 2 Spieltagen. Ja. Mija Haban. Wie? Schauen wir gleich, ich suche die gerade. Wo bin ich denn? 34 Jahre alt. Achso, hätte ich das nicht sagen sollen, gell? Ja, sind. Doch, da 17 Punkte hast. Die habe ich noch 2 Spiele immer noch. Ja. Nein, ich habe schon einen Mensa gehabt. Ja, gehabt hast du. Nicht, er ist ja nicht da heute. Also werden alle Spiele 6-0 gewertet. Habe ich schon 18 Punkte. Ach, bist du. Weißt du, wie schon steht denn da bei mir so wenig? Weil es da weitergeht. Achso. Wieder so viel dazu? Ah, da, na, da schau. Aber da steht schon wieder der Nächste. Wir haben da gerade die... Von allen Spielern gibt es da so ein bisschen einen Lebenslauf oder ein bisschen so die momentanen Erfolge und, ja, und Stände, was sie da tut. Der Kalle liest jetzt, glaube ich, gleich seine eigenen vor. Nein, ich schaue mir es einmal selber durch. Super League seit 2013, bestes Ergebnis im Halbfinale im letzten Jahr, 2:8 gegen Rasto ausgeschieden. Spielst du dieses Jahr viel EDAT, auch bei der EDF nächste Woche anzutreffen. Mhm. Und Darts Live bis derzeit 15. Ja. 15. in der Welt. 4 Plätze gut gemacht. Weltklasse. So, wer beginnt? Wissen wir schon was? Oder ist jetzt erst Bullwurf? Müssen uns da ein bisschen verlassen auf unser Gefühl. Ich glaube, dass der Mitscher mit dem Bull anfängt, weil der hat da so ein Sternerl stehen beim Namen. Könnte sein. Aber ich glaube, die werfen sie noch ein. Frocki, haben wir noch Fragen? Derzeit sind alle Fragen geklärt. Was hat's? Mach mal wieder eine Tipprunde. Was ist dein Tipp für dieses Match? Ich tipp gar nicht. Tipps gar nicht? Nein. Boah. Ich bin so unschlüssig. Ich kenne den Mitchell leider nicht. Der Acker brandgefährlich, der Kerl. Brandgefährlich. Dann werden wir jetzt mal gegen den Österreicher entscheiden. Ich sage jetzt einmal 6-5 für den Mitchell. Weil ich bin Hannes zuerst schon zugeschaut. Schon patriotisch. 6-5 für den Mitscher. Schon patriotisch tippt, muss ich sagen. Na, ein bisschen ist enttäuscht von dir. Aber den Hannes habe ich zuerst gesehen, der hat gut gespielt. Gegen die. Sollen wir mal kurz eine Werbepause einblenden? Was sagen wir eigentlich? Haben wir da Zuhörer, Zuschauer? Wo sieht man das? Das sieht man da. Ich bin ja nämlich selber auch interessiert an dem Ganzen. Na schau. Also es ist immer mehr und ab natürlich jetzt kurz nach der Werbepause. Wer ist das an deiner Seite? Nein, der Kalli. Wer fragt das? Wo sehe ich das? Marco hat das gefragt. Ich kenne mich da gar nicht. Ah, da war Röhm. Ah, jetzt kenne ich mich aus. Okay. So, es geht schon los. Achso, Entschuldigung, liebes Publikum. Mitch hat angefangen. Hat das Bull gewonnen. 59 gescored, 100 und Hannes 41, 43. Schauen wir, wer sich behaupten kann in diesem Match. Micho mit 14. Okay. Nein, 24. Entschuldigung. Wir sehen leider gerade nur die Spieler und nicht das Board. Das heißt, jetzt wird sicher mal umgeswitcht aufs Board. Das wäre nett, ja. 100 von Hannes. Mit 100, ja. Jetzt wird geswitcht. Perfekt. Sehr schön. Einwandfrei. Micho mit 60. Hannes 20. So, 41, glaube ich, was soll das sein? 41, ja. Mhm. Sicher 41, genau. Den 77. 134.
hat sich ein Finish gestellt und hat 24 Rest. Hannes weit weg jetzt vom Triple Gun. Gut, 5. Ist nicht sein eigenes Leg. Ist vielleicht das erste Leg. Noch ein bisschen nervös beim Stream. Aber alles easy. 20. Was wird er für einen Weg gehen? Triple 18. Und Bull. Macht das Bull? Nein. Nein, er stellt sich die 32. Er hat nicht den Druck checken zu müssen, mit der Hannes mit 240 Rest da steht. Sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich spiele das normalerweise immer an. Ja. Ich meine, jetzt ist keine Gefahr, wer bekommt wieder 6 Starts Zeit. Also es kann jetzt was passieren. Sollte nicht, aber kann. Schauen wir mal, was passiert. Schwarz, zweiter Dart, drinnen. Also 1-0 mit 20 Dart für den Mitja Haban. Zum Kollegen aus Slowenien. Das zweite Leck beginnt der Hannes. Tja. Hat in der Quali hat der Mitja nur 2 Legs abgegeben. Die ganzen Quali für die Bull Super League. Na dann. Ist optimal. Im zweiten Spieltag hat er 10 Punkte eingefahren. 43 jetzt mal Mitja. Hannes Schnier 100. 120, 180. Also es war wohl doch das erste Leg, die Nervosität vom Stream. So wie man sich das zweite jetzt anschaut. Eine sehr schöne Tat gegen mich, sehr schön. Vor allem checkt er irrsinnig stark. Hat es nicht viel Auslasser gegeben. Du drehst das Licht immer auf, glaube ich. Mit was? Mit wir? Das ist, glaube ich, ein Bewegungsmelder. Irgendwo. Ja, klar. Ja, hundertprozentig. Wir haben da in der Kommentatoren-Kabine mal so ein kleines Licht und das geht irgendwie immer an und aus. Und alle 2 Minuten. Hat der Flocki gesagt, ich bin schuld, war ich klar. Hat Hannes mit der zweiten 180 in dem Leck. 100, 180, 180. 11 Data möglich. 11 Data möglich, 32 Rest und. Er lässt sich Zeit. Elf Darts. Der Hannes sehr schön gespielt. Hannes ist dann einer, der was den 9er spielt auf 32, zurückgeht, sich nochmal neu konzentriert, dann wieder hinstellt. Also für mich wäre das nichts. Wenn ich das mache, dann. Nein, es ist überhaupt als Gegner ist ein bisschen nervig. Ist klar, ja. Nein, aber für mich selber, ich komme da gar nicht raus. Also 1-1, Ausgleich. Mhm. Mitja startet mit 100. Wer als erster breaken kann. Ganzer. Fetzige Spieler jetzt beieinander. Weltklasse, wenn es so bleibt. Also vom Score her, wenn es so bleibt. 100, Hannes 100. Mit 100. Den kennen die da. 60, also erstklassige Spieler. 120. Also bekommen auch. Oh, ein Bouncer. Unlucky. Mitja macht 120 Punkte mit 2 Darts. Gesundheit. Danke, ich hab nur gewusst. Also. Aber danke, sehr zuvorkommend. Aber ja, mit Gesundheit sind gut. Ja. Und nächstes Mal vergisst, dann hat es gelten. Ich erinnere dich dran. 100 von Hannes. 100 von Hannes, ja. Jetzt wird wieder kurz umgeblendet auf die Spieler. Der nächste Triple 20er von Mitja. Der ist schon der zweite da, hat 120 geworfen. Jetzt 180. Ah, 140. Ich bin halt 180er geil. Ich sag's ganz ehrlich. Nächstes Mal nehme ich immer so ein Schild mit. 180. 141. Ja. 12 Data möglich. Hannes nicht im Finish, das heißt, er muss nicht, er kann. Triple 20, Triple 19 oder Triple 15. Ringel 7 auf 74. Leider weit. Spielt 14 auf 60 Rest, 81 geworfen. Leider weit weg. Jetzt wird der Hannes natürlich versuchen, irgendwie mit 2 Triple einen Druck aufbauen. Am besten wären 2 Triple. 3 Triple sind nicht mehr möglich. Ja. Kein 41. Finish. Also wiederum 6 Darts für Mitja. Zuerst hat er zugemacht, obwohl er 6 Darts Zeit gehabt hat. Was macht er jetzt? 20 auf 40 Rest. Und da trifft im ersten Dart sehr stark. Also eine gute Doppelquote. Müsste eigentlich, glaube ich, ziemlich bei 100% liegen. Ich meine, du weißt, dass der erste war drinnen und der zweite war jetzt auch sofort drinnen. Ich weiß nicht, wird der 50er gewertet, was er bei 124 Rest gehabt hat? Glaube ich nicht. Ja, im Prinzip ist das ein. Im Prinzip ist ein mögliches Doppel. Naja, dann ist er halt ein bisschen drunter. Ist halt auf 75. Auf 66. Sehr wurscht.
Nein, also ich bin kein Mathematik-Genie. Man merkt, hoffen wir, dass er gut schreiben kann, weil rechnen kann er nicht. Ich wollte mich da jetzt ein bisschen aus der Schlinge ziehen, aber Johannes startet mit 123. Sehr schön. 57. Mitcho 57 drauf. Hannes zweiter Triple. Und 180. 180. Sehr schön. Das ist seine dritte, glaube ich. Sehr stark. Seine dritte in diesem Match. Mhm, er hat im zweiten Leg der 280er gescored. Mitcho Triple 20. Triple 20. 139. Ja, der zweite Dart ist schief gesteckt. Ja, da hat er sich nicht. Muss er noch unten gehen oder woanders hin. 20. 20. Wo stellt er sich hin? Oh, 52. Triple 4. 52 geworfen, 146 Rest. Ne? Machbar. Triple 19, Triple 19 oder glaubst du, spielt das über 20? Ich glaube, der Hannes spielt über 20er. Mitcho schießt 97. Kann nicht wirklich Druck aufbauen. Unser Licht ist wieder da. Und jetzt wollen wir nicht bewegt. Na, ich auch nicht. Der Wolfgang hat sich auch nicht bewegt. Also es steht übrigens der Präsident von der EDF gerade hinter uns. Ich bin herzlich begrüßen und Huber Wolfgang. Huber Wolfgang, der ist schon. Also ich habe mit ihm jetzt die letzten paar Tage des Öfteren telefoniert. Er ist schon sehr, sehr nervös vor der EDF. Er hat sehr, sehr viel zu tun. Schlaft kaum. Über 1000 Spieler sind schon registriert, 1047. Ist aber trotzdem eine super Sache, dass er Zeit findet für die Super League zum Herkommen, obwohl er ja jetzt in der heißen Phase ist der Vorbereitung nach den letzten Tagen. Super Sache für ihn, super Zug. Wir haben gerade das 2:2 verpasst vom Hannes. Verpasst vom Hannes. 16 Tops. 2:2, also spannendes Match, keiner hat noch gebreakt. Schauen wir, ob das wer schafft. Ich weiß nicht, nein, ich glaube, das... Es ist kein Bewegungsmelder. Nein, das ist kein Bewegungsmelder. Ich glaube, das geht sporadisch an. 41 jetzt vom Mitcho, jetzt vom Hannes natürlich die Chance zum Brecken. Er beginnt mit Triple 20. Das ist, glaube ich, nur mit Triple 20. Single 20, 85, glaube ich. Ja, 125. Na scheiße, 125. Ups, jetzt habe ich ein verbotenes Wort gesagt. Ja, wer hat es mir verzeihen? Look, ich rede nicht immer zurück, wenn ich viele rede. Mitcho 80, 140 der Mitcho, hat gleich wieder einen Wurf reingefunden. Ausgebessert. Finde ich sehr schön, was die Burschen da spielen. Ja. Sehr schöne Darts. 40, 100. Hannes mit 100 drauf. Alles knapp beieinander. 320 zu 316. 1. Und 20. Jetzt muss er natürlich. Ja, schön ausgebessert. Schön ausgebessert. 78, ja. Also auf jeden Fall. Wo bringt sie der Hannes hin? Hannes 80. 140. 140, sehr schön. Sehr, sehr schöne Darts. Jetzt von beiden, also wirklich super Darts. Mitcho hat jetzt nochmal die Chance, dass er sie in den Finish-Bereich stellt. Braucht jetzt aber ein Triple, das trifft er nicht. 182 Rest. Hannes auf 176. Er wird der Erste sein, der was. Ah, schau, Triple 20. 116, 96. Triple 20, 130 Rest. Schau, kann rechnen. Sehr schön, noch 12 Tage. Hast du jetzt bewiesen, dass ich rechnen kann? Ja, so Step aber by Step geht's. Das war eh einfach, aber. Ja, 15 Minuten mit mir und das geht schon dahin, ja, bei dir, super. Das merkt man schon. 60 sind 122 Rest. Also da ist der Hannes jetzt nach 12 Tagen auf 36. Vorteil. Lang Vorteil. Der war weit weg, der erste. Ja, den setzt danach. Schauen wir, ob er den jetzt reinbringt. Den bringt er sehr rein. Schön. Ja, 3:2 Break für Hannes. Also ich glaube, den ersten. Hat er bewusst weit außen angesetzt, weil wenn er Single 18 meinen ersten gleich hat, musst du über die andere Seite gehen und dann ist immer ein bisschen. Dann ist die Gefahr für. Besser an Schwarzen, an Marker setzen, sogenannten. Ja, und dann rein. Und dann einen letzten anziehen mit vollem Druck. 81 für den Hannes jetzt. Schauen wir, ob er rebreaken oder Mitcho oder ob der Hannes. Aber so wie die Partie jetzt läuft, ist die wirklich Weltklasse und. Man kann wirklich nicht tippen, wer da gewinnt. Also jetzt so vorher, was war halt auch ein sporadischer Tipp. Mitcho mit 93. Hannes mit 80. 100. Schön. Also jetzt geht es darum, sein eigenes Leg zu verteidigen. Genau, und für Mitcho geht es darum, rebreaken. Find jetzt mit den ersten zwei Daten den Triple weniger, aber dafür mit den letzten 96 Punkte. Ja, schön. Sie auf jeden Fall daran. Ist immer dran, also Checkfehler quasi in dem Fall schon strafbar machen. 140 vom Hannes, sehr schön gemacht, sehr schön, baut den Druck auf, permanent.
Halt den Druck auf den Micho. Micho muss jetzt in den Finish-Bereich kommen, um dann noch was 20, auszurichten. 20. Der Triple ist nötig. 19. Kein 99. Finish, 213. Schauen wir, wo der Hannes hinkommt. Das ist eine 20. Das dürfte 60 sein. 80 geworfen. Schauen wir vorbei. Alles ja, wieder mit einer 140 Bären stark auf Tops nach 12 Darts, also auf 40. Vorstellt sich Mitscha 65 gescored, falsch eingegeben. 20 und das Inside mit dem ersten Doppel 10. Er fokussiert sich wieder. 10 Doppel 5. Drüber. Ja, das ist, da stehst du auf 40 und bist da so sicher und schießt dann ersten so ins Feld eine und dann da musst du. Knapp unterhalb. Also so ins, nein, ins Feld eine. Ja. Also nicht, ja, nicht weit weg, aber du schießt ins Feld eine und das reicht schon, wenn du unten auf die Kanten schießt. Ne? Er bekommt aber noch mal drei frische. Mit schon mit 95 jetzt. Hannes auf 10 Rest und am Wurf. Single 5. Single 1. Doppel 2 Rest. Da, und schwarz, ja, jetzt hat der Mitscher mit 53 Rest die Chance aufs Rebreak. Hannes doch 6 Darts jetzt vergeben aufs Doppel. 13. Tops. Tops Rest. Boah, aber weit weg, aber weit. Doppel 10. Ah, ja, den trifft er. 3-3, also das Break nicht verteidigen können. Aber naja, 6 Darts, den musst du halt machen. Ne? Das ist halt. Das muss. Zu einem Leck. 3-3, alles von vorne. Was geht's? Mit schon am Wurf. Aber ist bisher ein spannendes Match. Stimmt, ja. Dein Tipp ist nicht mehr möglich. Was ist mein Tipp? 6-1 war der Tipp. Was? Das war im vorigen Spiel. Schon? Ich hab gesagt, ich tippe dieses Spiel nicht. Na, dann hast du irgendwas gesagt, oder? Nein. Und der Test? Nein, okay. Gar nichts hab ich gesagt. Schlicht und weg nicht die Wahrheit, was du gerade sagst. Okay, habe ich dir angelogen. Das mache ich aber normal nicht. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Mit schon 120 so. Und 177. Sehr stark. Hans hinter dazu, das ist Bärig. Bärig. Bärig, was der spielt, ja? Bärig. Sehr schöne Darts. 60 vom Hannes. Mitscher jetzt auf 227. Noch 6 Darts. 40. Und noch 9 Darts auf Finish. 167 Rest. Mögliches Finish. Sehen wir gerne. Sagen wir nicht nein. Hannes kann sich auch mit 3 Darts nicht stellen. Auch wenn da eine 180 gekommen wäre. Ich glaube, das Leck, was er da vorher mit den 6 Darts verloren hat, ist ein bisschen jetzt nur im Kopf. Es nagt. Nagt an die Nerven. Mhm. Das ist genau wie wenn du gegen mich spielst, da bist du auch immer urnervös. Das stimmt, ja. Wenn ich auf unser E-Dart Exhibition ja, denke, dann zerlege ich dich wieder. Das ist 37 ganz für mich. Ja. Aber das eine Leg war ich wirklich, da war ich stark nervös. Das erste? Na, das glaube ich noch ein 18. Leg aus der erstes gewonnen, ja, da war ich dann schon ziemlich nervös. Ja, da wollte ich dann die Nuller-Serie durchziehen und hab mir selber so viel Druck aufgebaut. Also wir mit schon 32 Rest. Wir haben den letzten A-Leg gespielt. Und das darf man kaum verzögern, weil das war echt schlecht. Und wer ist gewonnen? Ja, du, aber na, das will ich aber hoffen. 500 Check-Darts von beiden. Und ich habe nicht einmal meine eigenen Darts gehabt. Der, was sich der Flocki alles merkt, und das glaubt es gar nicht. Ja. Das ist eine Gedächtnismaschine. Fast, ja. 100 vom Hannes, 54 Rest jetzt für den Mitscher. 14 Tops wahrscheinlich. Was? Er spielt da auf Doppel 8. Ich glaube, wir haben einen falschen Score. Also irgendwas stimmt jetzt. Es wurde Doppel 8 getroffen, man weiß jetzt aber nicht genau, ist... Ah, es war der falsche Score drin. Ja, er hat vorher 16 geschrieben, statt 54. Also es ist jetzt 4-3 für den Micho. Hannes beginnt das 8. Leg. Kommst du zusammen mit dem Zählen? Was? Bist du zusammengekommen mit dem Zählen von den Legs? Als du eine kurze Pause gemacht hast. Also ich weiß nicht gefunden, genau. Nicht gefunden. Ja, da ist ein Laptop, da ist ein Bildschirm, da ist ein Licht, was da und an und ausgeht. Neben mir steht nur ein Laptop. Ich sitze da im Elektrosmog drin, ich spüre es eh schon. 140 vom Hannes. Und? 140 vom Mitscher.
Sagt man Micho oder sagt man Micha? Keine Ahnung. Man weiß es nicht so genau. Werden wir dann mal fragen. Midja. Midja. Micho. Also Micha hätte ich gesagt. Ich glaube, das Micho ist ein Spitznamen. So irgendwie, glaube ich. Okay. Midja. Midja. No, wieder 140, 140 vom Haban. Habjan. Habjan. Also ich bin in Namen aussprechen, bin ich nicht der Beste. Ah, jetzt. Alles 66. Aber jetzt war den Wurf er ist hinten dran, also sein Leg hat er den Anwurf oder ja geschenkt bis jetzt. Also nicht ein bisschen noch Break, wenn man was der Micho jetzt macht. Triple 1, 43 ist halt nicht, okay. Auch nicht das kein Finish möglich. Und wir bekommen schon das nächste Spiel. Dietmar Burger gegen Gabor Tahac. Und danach spielt der Jakarlinger, der neben mich sitzt, gegen Michael Kocic. Kocic, ja. Der Kocic. Ich, wie gesagt, ich kann den Namen nicht. Hannes mit 41, Micho am Wurf mit 98. 98. Stellt sich 80 Rest, Hannes auf 194. Kann außer sich in Position bringen, jetzt nichts machen. Schauen wir. Drei Single 1, Single 20. Single 26, das war jetzt. Er ist jetzt aber ein bisschen tief mit der Tat, gell? Er fällt ein bisschen unterm 60er rein. Mit schon 20, 40 Tops. Rest. Und das Break dauert noch an. 180 sind nicht checkbar, also er hat auf jeden Fall nochmal die Chance mit 3 Darts. Genau, Hannes auf 168. Was wird er machen? Na, er wird sich stellen, hoffentlich. Ah, jetzt haben wir natürlich ein schönes Bild gehabt, jetzt haben wir da eine Lampe. Ich werde auf eine Lampe verfolgt heute. Ja. Das war, halt, übrigens, das war nicht die Lampe, die was bei uns im Kommentar. Nein, die leicht fröhlich vor sich hin. Ja, jetzt Hannes mit 100, glaube ich. 100, ja. Jetzt muss er, der Druck ist da. Das ist meistens wichtig, dass der Druck da ist. Micho weiß, er muss. Tops. Boah, der war wieder weit unten. Also Tops ist, glaube ich, nicht seine Stärke. Doppel 10 Inside, Doppel 5. Boah, also oben, oben ist er heute nicht stark. Also Hannes bekommt wieder die Chance, sein eigenes Leg zu verteidigen. Was macht er? 68 Rest. 20, Triple 20, was wird er machen? Triple 20, mein ersten, 8 Rest. Triple 4. Puh. Er lässt sich sehr viel Zeit. Doppel 4. Und trifft es. 4-4. Also jetzt hat sich das mit dem vorigen Leg mit den Jackdarts vom Hannes wieder ausgeglichen. Mit dem wieder einen Stand von 4-4. Micho beginnt. Alles beim Alten. Entschuldigung. Nichts passiert. Und das heißt, ob die treten oder was? Mhm. Das ist mir mit dem Fuß erwischt, aber ich hatte keinen Schmerz. Das ist wichtig. Ich werde es überleben. Micho 120. 125. Man sieht halt da, dass er seine eigenen Legs fängt da immer sehr stark an. Mhm. Also muss man ihm lassen. So, was der Hannes jetzt macht. 40. 60 vermute ich ist es. Ja. Zu wenig. Schauen wir, was der Micho jetzt macht. Was der zwängt, das kann man dann sagen, wenn es. Ja. Aber zu wenig, um vorerst nachzuziehen. Aber 43. Ja, Triple 20 vom Hannes. 80. Schießt, glaube ich, 100. Ich hätte jetzt auch. Ja, 180. 180. Aber er ist fast zurück. Ich muss sagen, er ist zurück. Es ist nicht sein eigenes Leg. Ja, der 320er, das ist dann schon ein bisschen eine Hilfe. 93 vom Micho. Steht auf 240 jetzt. Ich hab so viel gekühlt. Wenn du mich ansteckst, dann. Ich hab's geschafft, dass ich mich bei 41 Grad Außentemperatur verkühlt. Ich hab's auf Facebook gesehen. Das ist super, oder? Das bringst sowieso nur du zusammen. Solche Sachen. Katastrophen. Bist nur du. 77. Stellt sich auf 163. Sehr schöner letzter Tat. Bisschen verrechnet. 45 vom Hannes, das ist ja nicht. Was macht er mit Micho? Mhm.
83 Rest, schießt 17, 66 Rest, noch 15 Darts, Hannes auf 215 am Wurf. 20. Schade, dass du letztes Wochenende nicht in Freistadt warst. Im Darts Masters. Ja, ich wollt kommen, es war eigentlich alles so geplant und dann hat sich das kurzfristig mit der Stage ergeben. Ja, es ist dort ein bisschen. Also ein bisschen eine konfuse Geschichte mit den Startplätzen und mit den Registerspots und Ding. Und also ich habe am Mittwoch gebucht und bin am Donnerstag geflogen. Jetzt trifft er die Doppel 20. Also 5-4 für Mitscher, glaube ich. Ja. Ja, gut, dass du nicht da warst, weil wir haben dann uns den dritten Platz sichern können im Doppel. Habe ich gelesen, ja. Aber ich glaube, sogar gefällt mir gedrückt, oder? Ich weiß es nicht. Doch, da war ich mir sicher. Es waren sehr, sehr viele, die gefällt mir gedrückt haben. Waren viele Leute? Samstag war sehr gut, da waren 85 Einzel. Also wie gesagt, das Turnier hat das erste Mal stattgefunden, 85 Einzel. Sonntag war ein bisschen schwächer, aber man muss dazu sagen, es waren in der Umgebung, glaube ich, 5 Turniere. Okay. Und da waren 20 Doppel. War auch nicht schlecht, war sehr gut. Wir haben uns dann immer jetzt doch 3 Doppel, wenn es das dritte Mal ist. Wir haben im Einzug finale Gewinnerseiten gegen die Tschechen verloren, die dann das Doppel gewonnen haben. Also die haben sehr gut gespielt, da haben wir keine Chance gehabt. Okay. Und dann Einzugfinale Verliererseite haben wir dann leider verloren 3-0. Das hätten wir aber auch gewinnen können. Das war gegen Leiting, Harald und Rabrené. Aber da haben wir alle vier nicht gut gespielt. Also ich glaube, da war kein einziges Leg unter der 10. Runde. Aber okay. Also wir waren einfach fertig und irgendwie schon ausbauen. Auch zufrieden mit dem dritten Platz wahrscheinlich. Das war unser Ziel. Ja. Unser Ziel war Stockerlplatz. Und da 83 vom Hannes jetzt. Spiel stagniert ein bisschen. 5-4 für Mitscher, der Hannes im Wurf, Mitscher 342, es ist genau 100 Punkte hinterm Hannes. Gibt es einen Bullwurf im Decider? Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher. Du anscheinend auch nicht. Wir haben gleich wahrscheinlich gleich sehen, würde ich jetzt sagen. Nein, aber 5. Gibt es bei 5-5 einen Bullwurf? Ich glaube schon. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Ich glaube. Hannes mit 100, 142, Mitscher hängt nach, also ich glaube, wir kommen auf jeden Fall in das entscheidende Leg. Aber eigentlich, dass wir gesehen, ob es einen Pull gibt oder nicht. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich bin mir nicht sicher. 100. Nein, also ich glaube, der Hannes macht jetzt auf jeden Fall das 5-5. Und dann schauen wir, ob es da einen Bullwurf gibt oder nicht. Triple 2. Probiert Triple 17, Triple 17 Tops, trifft Triple 2, 136 auf für einen 20er wieder. 116 Rest. 96, stellt sich vor 2 Dart Finish, Mitch auf 196. Auch noch spannend, weil da kann ich jetzt auch noch. Pull wird nur gewertet, wenn er es anspielt. Vielen Dank, Low Kick 27.1. 85 spielt Kalli halt nicht. Doch, der Kalli spielt schon, aber der hat gerade Pause. Der spielt das übernächste Spiel wieder. Na, jetzt haben wir den Fall. Der Hannes schießt 56 auf Tops und der Mitscher kommt mit 111 dran. Ja. Marco, Team xstarts.at, schöne Grüße zurück. Das war unser Name in Freistadt. Also Doppelname. Mitscher 20, 91 Rest mit 2 Dart aufs Match. Triple 17, einen Match hat auf Tops auf 6-4. Oh, verpasst. Der war aber schon knapper als vorher. Der war am Draht, aber zählt genauso viel. Genau. So, Hannes bekommt nochmal die Chance auf das 5-5. Der ist knapp drüber. Aber war ein guter Wire. Marker. 20, Doppel 10. Jetzt muss er. Er wird sich wahrscheinlich nochmal kurz zurückstellen. Boah, der war weit weg. Der war leider weit weg. Mitscher wieder die Chance mit Doppel 10. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Nervenspiel. Doppel 10. Der sitzt. Hörst du dazu? 6-4, mein Tipp ist nicht aufgegangen. 6-4 für Mitscher. Wir machen kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder. Tschüss, Leon. Danke. So, liebe Freunde. Geht schon los. Dietmar Burger gegen Gabor Kahatsch. Ist dein Mikrofon Wolfgang? Ich bin da ein bisschen her. So, geht er, glaube ich. Perfekt. So, Wolfgang ist jetzt an meiner Seite. Wolfgang Huber, Präsident von der EDF. Ja, grüß euch alle miteinander. Freut mich, dass ich da bin. Bin zwar ein bisschen im Stress, wie Sie die meisten vorstellen können, die wissen, was nächste Woche auf uns zukommt.
Aber nachdem das immer so viel Spaß macht, mit Flocke miteinander da ein bisschen zu kommentieren, haben wir das natürlich nicht nehmen lassen. Ja, hoffentlich haben wir eine lustige Zeit. Ich denke. Es geht schon los. 125 gestartet vom Dietmar. Und, oder auch nicht. Ja, das Score hängt ein bisschen, ist schon passiert. 125 vom Gaber, 100 vom Didi. Ja, ich habe jetzt bemerkt, wir haben ja schon eine Neuerung. Wir haben jetzt schon einen elektronischen Score, das ist wunderbar. Genau. Das ist ja was, wo man noch für die EDF ein bisschen im Bauen sind, dass wir das gut hinkriegen. Genau. Ja. So wie gesagt, nächste Woche dann bei der EDF ab Mittwoch gibt es dann auch schon den Livestream. Ich persönlich freue mich wahnsinnig drauf. Ich auch. Also. Wird sicher Bombensache werden. Und ich glaube, mit der Hilfe von unseren Technikern werden wir das, glaube ich, schon ganz gut hinkriegen. Ich glaube auf jeden Fall auch. Da müssen wir sie natürlich bei Montesino bedanken, die uns da ganz kräftig unterstützt. Und ich finde das ganz toll, dass die uns das ermöglicht haben und dass wir das umsetzen haben können. Genau. Einwandfrei. So, Wolfgang, hast du einen Tipp für das Match? Ja, es ist schwer. Getippt. Ich kenne natürlich den Didi sehr gut und den Gaber kenne ich wirklich zu wenig, aber wie wir zuerst schon bemerkt haben, es gibt da ganz einfach keinen schwachen Spieler und ich glaube, wenn da einer in Lauf kommt, kann man das nicht richtig vorhersagen. Ich tippe aber trotzdem als Patriot, tippe ich jetzt einmal auf ein 6-4 für den Didi. Obwohl ich schon ein bisschen im Hintertreffen bin beim 0-1. Okay. Aber ich glaube, er wird das aufholen. Was sagst du jetzt? Was tippst du jetzt? Ich habe 6-4 für den Didi. Dann tippe ich jetzt auch wieder für Österreich. Voriges Match habe ich nicht für Österreich getippt. Ich tippe jetzt 6-3 dann. Na, werden wir schauen. Schauen wir, was rauskommt. Ja, die Bildqualität ist wieder sehr gut. Ich hoffe, das kommt bei euch auch so gut an, wie es bei uns ist. Man kann das wirklich also sehr toll erkennen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gutes Bild. Was haben wir? 100 vom Didi. Didi hat das Leg begonnen. Ja, schaut zurzeit nur noch ein 1-1 aus. Wenn er... Kann sie natürlich jederzeit... Ja, beginnt jetzt wieder mit 60. Schau mal, 100 und glaube ich waren das. Schönes Finish, Sieg gestellt. 100 für 116. Schau mal, er wird auf jeden Fall 6 Starts bekommen. Das stimmt. 183. Braucht die Triple 20. 60, ja, jetzt reicht es ihm natürlich, dass er sich stellt. Was kann der Gabor? 59, 56 für Didi, 48 getroffen, Doppel 4, einfach 4. Oh, der war am Draht. Die Gaber bekommt die Chance für einen Break mit 124, 20, Triple 18, der ist dann nicht getroffen. 32 ist. Ja. Ich tippe mal, dass er das jetzt machen wird. Ja, und so, gleich genau. Meinen ersten Dart gecheckt. 1-1. Doch nochmal knapp geworden. Ich habe heute schon ein bisschen zugeschaut von hinten. Sein Mikrofon, das haben wir ja, ein bisschen Mikrofonprobleme. Und ich muss sagen, das Niveau ist wirklich fantastisch und ich glaube, das steigt ständig. Sonst gibt es am. Ja, aber jetzt schon wieder. Ich glaube, jetzt ist es besser. Oder? Perfekt. Also man kann es jetzt beobachten, das Niveau steigt und steigt. 140 fängt der Didi an. Gabor hat mit 160 bekommen zuvor. 76 und Gabor, schauen wir, was der Didi drauflegen kann, was er nachwerfen kann. Das sind 60 Punkte. 60 Punkte, ja. Ist auf jeden Fall vorne. Das nicht in seinen Leck. Was macht der Gabor? 100 gescored für 265. Ja, jetzt wäre 140 gefragt vielleicht. Ja, auf jeden Fall wird es nicht. Noch wird wahrscheinlich eine 100, wird eine 59.
Gaber wird jetzt wahrscheinlich den Weg wählen über die 19, wählt er nicht. 60. Ja, um nochmal kurz zurückzukommen, wie gesagt, ab Mittwoch geht es bei uns los. Du hast es ja schon kurz erwähnt, wir haben fast 1050 Spieler schon gemeldet. Schaut aus, als wenn wir heuer über 1200 gemeldete Spieler zusammenbringen. Ich glaube, das ist Weltklasse. Wirklich ein super Event jetzt geworden. Hoffentlich wird es ein super Event, auf jeden Fall von den Teilnehmerzahlen ist es das geworden. Und wir haben ja heuer viel vor, wir werden dann vielleicht später noch ein bisschen auf das eingehen. Auf jeden Fall. Schauen wir uns kurz das Leck zu Ende an und dann gehen wir kurz auf die EDF ein, was alles geplant ist. 41 und Gaber, also 104 Rest. Und unser Licht geht schon wieder an. Das kann sich die stellen. Auf 90 Rest, wenn wir richtig sind. 50 Rest, das war 23, also. Genau. Okay. Game Shot. Irgendwie ist es beim Scoreboard, funktioniert es gerade nicht. Hängt ein bisschen. Aber das werden wir schon hingehen. 41. 41 gescored vom Gabor. Also 2-1 für den Gabor, hat sein eigenes Leg verteidigen können. Und Didi startet mit 100. Gabor startet auch mit 100. Jetzt sind wir wieder dabei mit dem richtigen Score. Es startet mit Fülle Triple. Fülle Triple. Ich glaube, das war 140 vom Didi. Wenn das natürlich jetzt so ein impulsantes Match wird, dann können wir jetzt nicht mehr auf die EDF drauf eingehen. Dann ganz müssen wir es wieder ein Leg verschieben. Wir haben ja noch Zeit. Ja, es ist ja jetzt nicht die Priorität, aber es ist halt, wird halt schon von vielen mit Sehnsucht erwartet. Ja, und ich glaube, wenn man nur spontan jetzt sagt, jetzt ist Samstag, wenn man spontan noch sagt, ich will am Mittwoch jetzt doch noch hinfahren, kriege ich noch ein Zimmer heute oder morgen? Das schaut schon ziemlich schlecht aus. kann man nur mal privat probieren. Ja. Wir haben leider sogar ein kleines Überbuchungsproblem gehabt, das wir mittlerweile jetzt wieder in den Griff gekriegt haben, aber es schaut zimmermäßig nicht mehr wirklich gut aus. Aber Anfragen kostet nichts. Okay. Oder vielleicht in der Umgebung, dass man noch schaut. Also jeder, der was noch sagt, Doppel 4 jetzt für den Didi, die trifft da, 2-2. Ja. Also nochmal kurz, wer jetzt sagt, ja, jetzt bin ich überzeugt, jetzt will ich zur EDF, einfach anrufen, Therme Olimia in Slowenien, nachfragen, ob noch ein Zimmer ist und sonst irgendwo in der Umgebung. Genau, es gibt in der Umgebung einige Privatanbieter, die man muss sich halt dann die Arbeit machen. Wir haben das leider jetzt nicht mehr geschafft, dass wir da was online stellen. Aber es ist leider in der Umgebung schon ziemlich viel ausgebucht. Nachdem es in der Therme 940 Plätze gegeben hat und wir jetzt schon so circa 1100 haben, kann man sich vorstellen, dass etliche schon rundherum auch gebucht haben. Also sein Glück versuchen, es ist am Ende der Veranstaltung, das heißt die Veranstaltung dauert bis von Mittwoch bis Dienstag, also Dienstag am Abend ist dann die Siegerehrung. Die Siegerehrung wird was ganz, ganz, ganz Besonderes, da will ich noch nicht mehr verraten. Und nach der Siegerehrung gibt es dann nochmal richtig, richtig Party. Ja, genau, da gibt es Party mit DJ Flocki, nehme ich an. Ich habe keinen DJ-Namen, aber ich werde auflegen, ja. Und ja, die Siegerehrung selber, das ist das, wo wir eigentlich immer schon der Meinung waren, dass wir da noch Luft nach oben haben und wir haben heuer wirklich versucht, dass wir das Ganze ein bisschen toppen und ich hoffe, es gelingt uns auch. Auf jeden Fall, also ich bin davon überzeugt. Ja, du warst ja sehr viel mit mir jetzt bei der Organisation am Schluss und wir waren ja sehr, sehr viel unterwegs. Ja, und in Zagreb, dass wir schauen, dass wir wieder tolle Geräte stehen haben und es dürfte alles gut über die Bühne gehen. Vor allem freue ich mich schon wahnsinnig auf das Stildart-Event. Das wird das erste Mal, dass man bei so einem großen EDAT-Event einen Stildart-Bewerb spielt. Und wir werden, das kann ich schon verraten, wir werden auf 20 Geräten in dem Sinn, aber nicht Geräte, die zählen, das sage ich gleich mal dazu, sondern am EDAT gibt es eine spezielle Einrichtung, die uns erlaubt, Stildart zu spielen. Ja. 3-2 für Gabor. Genau. Muss ich dich kurz unterbrechen? Ja, kann. Aber du darfst schon wieder weiter erzählen.
die beginnt ja. Das nächste Match. Das ist eben die irgendwie eher gelungene Überleitung zu, wieder zurück zu, ja. Zu unserem Match, eben das Dildat, und wir wollen, das ganz Wichtige ist uns, dass wir, die meisten Spieler haben das ja nicht mehr, aber hauptsächlich die Funktionäre noch, diese Berührungsängste zwischen Edat und Stildat. Und ich muss sagen, wenn uns das gelingt dort bei der Veranstaltung, wenn wirklich viele Edat-Spieler dort teilnehmen, die eigentlich noch nie gespielt haben, dann wird diese Geschichte sicher bahnbrechend sein, und wir werden dann später irgendwann einmal Events hinkriegen, wo man wirklich beides spielt, sehr über eine ganze Woche, und das ist unser Ziel eigentlich. Du hast, ich bin vorher gefragt worden vom Zocki, wie funktioniert das mit dem Stillat-Event? Das heißt, ich glaube, du hast im Sinn, dass irgendwelche Leute gesetzt werden. Genau. Also die Spieler, die gesetzt sind, die spielen beim Qualifikationsturnier natürlich nicht mit. Und beim Quali-Turnier werden wir 8 Plätze ausspielen, also wir werden bis zum Viertelfinale spielen. Und 8 Spieler, die gesetzt sind, werden dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, am Sonntag am Abend, mit den 8 Qualifizierten, die am Freitag dieses Quali-Turnier spielen, in 4 Vierer und Robin spielen. Zu sehr möchten wir uns noch nicht festlegen, weil wir ein bisschen abwarten müssen, wie wir das zeitmäßig alles unterbringen. Und wir wollen halt dann, es wird nicht nur den Livestream geben, sondern es wird dort auch über Beamer übertragen, wenn das die Leute wirklich toll zuschauen können, weil das ist natürlich ein Manko, wenn viele Zuschauer sind, ja. Und du hast keine Chance, das auf große Leinwand zu kriegen. Um das haben wir sich jetzt auch noch kümmert, und das wird auch funktionieren. Und da hoffen wir auch, dass wir nachher wirklich Zuschauer haben, wenn wirklich die Top-Spieler spielen. Viele werden es ja wissen, dass wir ganz starke Spieler haben. Wir haben aber leider nicht die Möglichkeit, dass wir alles so sagen, wie wir gern würden. Aber irgendwie auch verständlich, aber die BDC hat uns da ganz einfach... Das ist ein bisschen verboten. Ein bisschen verboten, ja, sagen wir so. Viele wissen, dass die, was jetzt zuschauen, wissen, dass ich mir eigentlich normalerweise kein Blatt vom Mund nehme. Oder nicht immer. Ich versuche schön zu sprechen, aber ich sage eigentlich immer alles so, wie man es denkt, und leider sind wir da ein bisschen eingeschränkt, aber wir werden trotzdem einen tollen Livestream hinkriegen, bin ich davon überzeugt, und ich hoffe, dass einige zuschauen, glaube ich auch. Ich freue mich schon riesig. Ich glaube das auch. Also man muss ja jetzt so sagen, wenn man sagt, die, und das kann man ja ruhig sagen, die 128 Tourcard-Holder dürfen wir rechtlich nicht senden. Sind jetzt nicht übermäßig viele Spieler, aber ich bin überzeugt davon, und ich kenne unsere E-Dart-Spieler und auch die Stildart-Spieler, die diese Tourcard nicht haben, und weiß, was die auch für ein Niveau spielen können, und es wird trotzdem sehenswert sein, dass, also, dass man da zuschaut. Ich hoffe, Aufruf an alle guten E-Dart-Spieler, alle ab nach Slowenien, und alle PDC-Spieler vor dem Achtelfinale raushauen, dann können wir alles drehen. Genau, dann können wir nämlich das Finale auch drehen. Wunderbar. Ja, also die hat das 3-3 gemacht. Genau. Wenn mein Tipp aufgehen sollte, müsste er jetzt das Break schaffen. Normalerweise. Ja. Ist das schaut, jetzt schaut auch nach 12 Darts auf 32. Recht gut aus. 13 Darts möglich, ja, und der sitzt 13 Darts für Didi fürs 4-3 und ein Break. Er darf das nächste Leck beginnen. Schaut gut aus für mein 6-4. Ja. Und, oder für mein 6-3. 6-3 getippt. Ach so, ja. War es ja. Auch noch möglich. Ja, jetzt schauen wir überhaupt einmal, wie es entwickelt. Waren, glaube ich, 55 ist zumindest angezeigt. Ah, 55. Und der Gabor hat mit den 100er angefangen. Ja, nur kurz nochmal zu der Geschichte. Irgendwie, also für uns ist es natürlich traurig, dass das so läuft, dass wir das nicht dürfen, aber irgendwie schon auch verständlich. Ich muss das jetzt aus der Sicht der BDC einmal versucht, das einmal so ins Licht zu rücken. Der Chef der BDC, der Barry Hearns, der hat das geschafft, in wenigen Jahren das Preisgeld für die Spieler, und im Endeffekt geht es ja da um die Spieler und um das, was sie Preisgelder da verdienen, derartig in die Höhe zu schrauben, und das Ganze basiert natürlich auf Verträge, die mit Fernsehgesellschaften und so weiter
geschlossen werden. Und da ist es natürlich ganz klar, dass sie diese Rechte auch schützen müssen und dass da nicht jeder hergehen kann und das irgendwie zu seinen Gunsten verwenden kann, ohne dass er seinen Beitrag dazu leistet. Und ich glaube auch, dass in Zukunft irgendeine andere Möglichkeit geben wird. Man muss halt dann wahrscheinlich irgendwas an Beitrag dafür bezahlen, dass man die Rechte übernehmen kann, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Event hat wie wir jetzt, dass das funktioniert. Da werden wir uns nächstes Jahr, glaube ich, nochmal ein bisschen besser darum kümmern. Ja, es war jetzt ein bisschen knapp. Also die letzte halbe Jahr war irrsinnig stressig. Wir haben, also der Wolfgang hat irrsinnig viele Ideen gehabt und wir haben dann gemeinsam versucht, die alle umzusetzen. Haben sie, glaube ich, zu 90% alle umgesetzt. Ja, ich hoffe, dass wir es auch so rüberbringen dann. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte nur noch einmal erklären, dass nicht jeder sagt oder glaubt, dass wir da jetzt ein Böse sind und sagen, wie kann man das machen? Irgendwo ist es schon verständlich. Und nachdem das Ganze mit diesen Streams in letzter Zeit ziemlich stark angewachsen ist, ist es jetzt natürlich so, dass sie die sicher überlegen werden, wie sie das Ganze in den Griff kriegen oder wie wir miteinander das alles in den Griff kriegen. Ich habe ja direkt mit dem Chef von der Medienabteilung von der BDC einige E-Mails ausgetauscht und das war auf keinen Fall jetzt irgendwie in einem... Es war sicher nicht in einem Ton, wo man sagt, das war gegeneinander, sondern ich habe das sehr wohl verstanden. Und wenn das Ganze jetzt in 1 bis 2 Jahren ausgearbeitet wird, dann sind wir sicher auch bereit dazu, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Das ist ganz klar. Es steht jetzt 5-3. Wenn der Gabor jetzt seinen Aufschlag durchbringt, komme ich meinen Tipp immer näher. Wenn die, die jetzt das Leck bestimmt oder gewinnt, dann ist mehr. Aber derzeit schaut es sehr, sehr stark aus. Also 100 und wieder 100 von Didi, 86, 41 von Gabor. Also er muss jetzt, braucht auf jeden Fall mal ein Triple, ist jetzt einmal wichtig. Ein Triple hat also 100. Ja, ich glaube. Ist trotzdem hinten an. Du hast dir das so da verdient. 100, wieder 100 von Didi. Also ja, er hat seine Leistung ziemlich gesteigert nach den ersten Legs. Und Gabor setzt. Oh, das war, glaube ich, nicht 3. Ja. Die letzte da hat 120. Aber ein Finish zumindest. Ein Finish. Was kann der Didi spielen? Hat auch ein Finish. Wieder 100. Ja. Schaut gut 101. Aus. Schauen wir, ob der Gabor die 154 zumacht. Triple 20, Triple 8. Ah, die ist daneben. Triple 3. Und Triple 1. Ah, Triple 1, ja. 180, 101. Triple 17 getroffen. Was spielt der? 18 für Doppel 16. Und der sitzt. Da, toll. Na, und ich muss da gratulieren. Weltklasse. Mein Tipp auch noch aufgegangen. Und ein tolles Spiel eigentlich. Ja, 100, 100, 100, 100, 101 gecheckt. Das ist also super. Also 6-3. Wir gehen wieder kurz, hoffentlich jetzt mal ein bisschen länger auf Pause. Ja, und okay. Wir sehen uns dann. Erfrischt euch genauso wie wir. Genau, okay. Danke. So, liebe Leute, gleich geht's wieder los. Das Bild kommt schon. Wolfgang ist wieder an meiner Seite. Das Rauschen im Kraucht Mikro. Natürlich ein bisschen wie immer. Nein, also wir sind zurück. Gleich geht's weiter hier im Livestream. Wird das letzte Spiel sein für heute. Morgen geht's dann weiter. Du hast schon die Infos, wer ist jetzt dran? Ich habe schon die Infos, Robert Marjanovic. Der Robby. Glaube ich. Ich weiß den Gegner nicht mehr, werden wir gleich sehen. Es ist nämlich was geändert worden, ich habe da anders Spiel stehen, als was eigentlich geplant war. Aber werden wir gleich ganz sehen. Ganz toll vom Robby finde ich eigentlich, dass er das auf sich nimmt, dass er eigentlich von Deutschland immer den weiten Weg hernimmt, weil er sich es nicht nehmen lässt, für Kroatien zu spielen. Ja. Und haben sich schon viele gefragt, wieso spielt er nicht Super League Deutschland und so. Er will das ganz einfach nicht. Genau. Und ich finde sowas schon lobenswert. Es hat auch die irrsinnige Aufregung gegeben beim World Cup of Darts.
in Frankfurt, warum Kroatien nicht mitspielt. Ja, hat es ein paar Problemchen gegeben. Aber ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass sie das alles regeln lassen. Es gibt ja immer wieder so die kleinen Nicklichkeiten, eben beim Teambewerb. Aber ganz wird sie das nie vermeiden lassen. Aber es ist so, jetzt ist dein Mikrofon wieder einfach mal nach oben und wieder nach unten. Jetzt dreht ihr mal ab. Ich glaube, das wird immer schlimmer. Ich glaube, das müssen wir. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ja. Jetzt habe ich es verschrieben. Na, geht schon. Ah, jetzt. Nicht mehr bewegen, Wolfgang. Genau. Ja, ich hoffe, das Spiel beginnt gleich. Hoffentlich. Nein, ich glaub, das wird kann sich nur noch um Stunden handeln. Genau. Ja, da waren wir beim Robby stehen bleiben. Und ja, also für mich ist es immer lobenswert, wenn wer so seinen Patriotismus eben so weiterhaltet, dass er sagt, für das, dass ich für mein Land spiele, fahre ich auch gern sehr, sehr schön, größere Strecken. Und er ist überhaupt ein sehr, sehr netter Typ. Und wir haben sie schon vor 2 Jahren bei der WM kennengelernt. Das ist ein ganz angenehmer Kumpane. Da ist er schon, ja. Der Robby. Also das ist nicht der Robby. Gegen das Michael Kocic. Ja. Ein sehr, sehr netter und lustiger Typ. Der hat zuerst beim Kamera-Einstellen hat er für uns Probe geworfen und hat immer gesagt, ob er lächeln muss. Hat dann immer gelächelt. Da lächelt er schon wieder. Nein, also 2 sehr, sehr gute Spieler. Robby im E-Dart sehr, also ich kenne Robby vom E-Dart, also sehr, sehr, sehr guter Spieler im E-Dart. Ja, ich muss sagen, wir haben jetzt gerade draußen gesprochen miteinander. Ihm tut es sehr leid, dass er heuer nicht kommen kann. Die Spieler sind wirklich äußerst im Stress und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn sie trotzdem die Zeit finden, dass sie zum Event kommen. Aber sie spielen es auch gerne, muss man schon sagen. Aber für ihn geht es sich heuer ganz einfach nicht aus. Aber er hat mir jetzt schon gesagt, dass er es nächstes Jahr auf jeden Fall schauen wird, dass er sich einteilen kann. Wir sind ja Datum her haben wir heuer eine leichte Kollision gekriegt und deswegen sind wir von Mittwoch auf, es werden sich viele fragen, was heißt Mittwoch bis Mittwoch. Das ist in der Not geboren worden, weil die BDC heuer erstmals das erste Event am 1. September angesetzt hat. Wir haben den Termin schon gehabt bis 1. September. Das war so, ich kann mich noch erinnern, Wolfgang schickt mir einen Termin von der EDF. Ich denke mir, passt super, schickt es an den Kevin weiter, den was ich jetzt gleich in dem Moment grüße. Schöne Grüße an ja, Kevin Barth. Ja, von mir auch natürlich. Ist klar. Und der Kevin schreibt mir innerhalb von 5 Minuten, sagt, das geht nicht. Und ich, warum soll das nicht gehen? Warum geht der Termin nicht? Nein, die BDC in Riesa fängt am 1. an. Ich habe sofort den Wolfgang angerufen und der Wolfgang hat das innerhalb von einer halben Stunde umgedreht und das Hotel war früher gebucht. Also das war wirklich Hammer. Ja, es ist, ich muss dazu sagen, es ist natürlich für etliche nicht leicht gewesen, weil wenn wer sich Urlaub nehmen muss und keiner kriegt Urlaub von Mittwoch bis Mittwoch und das heißt, es gibt viele, die 2 Wochen Urlaub für das geopfert haben. Ich muss mich einerseits entschuldigen und andererseits muss ich mich bedanken bei den Leuten, dass es trotzdem so war, dass wir dann im Endeffekt wieder ausgebucht waren. Aber nächstes Jahr kann ich jetzt schon versprechen, wir haben den Termin der ersten Veranstaltung der BDC jetzt schon bekommen und wir können den Termin für die EDF, theoretisch kann ich jetzt schon sagen, ich glaube bis 27. haben wir jetzt gesagt, ja. Bis 27. August wird das sein und die erste Veranstaltung, aber das ist jetzt natürlich der Sonntag, also wir spielen natürlich wieder von Samstag bis nächsten Sonntag. Also Wolfgang hat es gerade verraten, auch nächstes Jahr wird die EDF wieder in Slowenien stattfinden. Wenn unsere Verhandlungen erfolgreich verlaufen, dann wird es sicher wieder so sein. Wir kennen uns schon gut und ich glaube, die Zusammenarbeit funktioniert gut. Wir haben heuer versucht, wir haben sich 2 Sachen angeschaut. Wir sind von der Infrastruktur und vom Preis her ganz einfach nicht zusammengekommen und ich glaube, jeder, der schon dort war, sehr viele von den 1000 Spielern oder 1100, die jetzt kommen, waren schon dort, werden
uns zugestehen, dass es dort Bedingungen sind, die sehr schwer zu toppen sind. Und das ist Robert Marjanovic hat, glaube ich, gerade 170 gecheckt. Wir haben dann, glaube ich, einen Fehler im Scoreboard. 176 kann er nicht ausmachen. er hat, glaube ich, gerade... jetzt mal das Scoreboard ausgeblendet. Aber ich glaube, Robi Marjanovic hat gerade 170 gecheckt. Zumindest hat er sie gespielt. Ich habe es gesehen. Ja, wir werden jetzt gleich das Scoreboard wieder ändern. Ich möchte jetzt einen Aufruf starten, da wollen wir schon viele Zuschauer haben. Nächstes Jahr findet die EDF wieder in Slowenien statt. Ein Jahr darauf, noch nicht auf 100%, aber wahrscheinlich. Aber ein Jahr drauf möchte Wolfgang wieder woanders hingehen mit der Veranstaltung. Ja. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal auf Dart ist kein Wirtschaftssport auf der Facebook-Seite einfach eine Nachricht, wo ihr euch das vorstellen könnt, dass die EDF mal stattfindet. Einfach mal in die Kommentare, schreibt mal ein paar Länder, die euch gefallen würden. Einfach mal rein, einfach mal ein paar Nachrichten schicken und dann sind wir gespannt, was kommt und wir werden uns ein bisschen bemühen und schauen, was da gibt. Also wie gesagt, wir sind sehr offen diesbezüglich und würden uns freuen, wenn wir, es ist natürlich nicht so einfach, es muss die Halle schon dementsprechende Ausmaße haben und vor allem muss die Infrastruktur, sprich die Hotels in der Nähe. Der Riesenvorteil in Slowenien ist ganz einfach, dass kein Auto benötigt wird, dass man alles zu Fuß erreicht und dass so viele Möglichkeiten sind, auch für Leute, die ausgeschieden sind oder auch wenn Familien mitfahren. Es fahren ja auch oftmals Frau und Kinder mit und es ist ganz einfach so, dass dort niemand Fahrt wird und das ist ganz einfach toll und ist, glaube ich, sagen wir so, es ist familienfreundlich. Ja. Ein familienfreundliches Dart-Turnier, das ist gar nicht so einfach zu organisieren. So, wir haben jetzt leider das Scoreboard verloren. Es war jetzt kurz da, aber Robi hat jetzt die Chance auf das 2:0 gehabt. Und jetzt steht es 1:1. Also das Scoreboard wird jeden Moment wieder kommen, hoffentlich. Und jetzt glaube ich, das Bild steht auch. Nein, er hat noch nicht gecheckt, er hat sich verworfen. Also. Er hat sich verworfen gehabt. Also nochmal die Chance. Steht weiter 1:0 für Robby. Ja, die bringt er nicht rein. Und Doppel 11 müsste jetzt. Ja. Er ist daneben, der ist auch daneben. Also nochmal die Chance. Zoki hat gerade reingeschaut. Schöne Grüße aus der Steiermark. Danke. Und zurück. In die Steiermark, nehme ich an. In die Steiermark. Also Zoki war gerade bei uns im Kommentatorenraum, also schöne Grüße in die Steiermark von Zocki. Es ist überhaupt Doppel hier 1:1. Und wäre auch wünschenswert, wenn hier und da mal Leute den Weg hierher finden würden oder ganz egal, wo es vielleicht nächstes Jahr stattfindet. Die Leute sind wirklich locker drauf. Es ist ganz angenehm und es ist schön zu sehen. Ich bin schon sehr lange beim Dart dabei und das war nicht immer so, muss ich dazu sagen. Also lange bist du schon Dart? Ja, ich möchte sagen 25 Jahre Minimum. Und es waren Phasen dabei, wo ich möchte fast sagen, der Neid sehr groß war. Und mittlerweile sind die Spieler ganz einfach drauf gekommen, dass das Miteinander ganz einfach besser funktioniert. Und dass der Sport Dart, ich sage jetzt bewusst der Sport Dart, weil wir ja sehr nah dran stehen und das hoffentlich ja doch irgendwann einmal schaffen. Wir wollen ja auch als Breitensport und als Spitzensport Anklang finden und ich glaube, wir sind da auf einem Weg im Moment und nicht zuletzt auch, und da kommen wir wieder zur BDC zurück und überhaupt zu den Weltverbänden, dass es ganz einfach so ist, dass der ganze Sport derartigen Aufschwung genommen hat. Nicht zuletzt deswegen, weil er auch gut vermarktet wird und weil er sehr kurzweilig ist. Wir haben ja wirklich das Glück, dass wir einen Sportart haben, wo man mehr oder weniger von jung bis alt, dick, dünn, egal wie man es nennen mag, jeder kann den Sport ausüben. Und
gibt es eigentlich ganz, ganz wenig Sportarten, wo das der Fall ist. Ne? Also die Regie war gerade bei uns und die haben gerade gesagt, es steht 1-1, also das ist ein Fehler am Scoreboard, den können wir jetzt nicht berichtigen. Es steht 1-1, ich schreibe das jetzt mit, dass wir da immer ein bisschen informieren, wie es steht. Also das ist jetzt gerade irgendwo ein Fehler passiert. Jetzt schauen wir, Robert Marjanovic hat gecheckt. Also jetzt also steht 1-1 für den Robert. 2-1 steht es jetzt. 2-1, genau. 2-1 für Robert Marjanovic. Ja, also wie gesagt, nochmal, diese Sportart-Tat ist ganz, ist ganz einfach eine der wenigen, die wirklich von jedem aus geübt werden kann. Und so vom reinen Wirtshaus-Sport sind wir weit schon entfernt. Kann natürlich auch im Wirtshaus gespielt werden, aber wir sind auf dem besten Weg, zumindest bei uns bei der ÖDSO ist es so, dass wir immer mehr in die Clubs kommen und immer mehr wirkliche Sportbedingungen, auch mit Bewirtung, mit Fernpreisen und so weiter und so fort, dass diese Kosten wirklich minimiert werden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Genau. So, wir haben jetzt eine 100 von Marjanovic, eine 140 von Marjanovic und von Michael haben wir 41, 140 und jetzt 81, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Also Robert hat jetzt die Chance zu breaken. Kommt in den Finish-Bereich. Oder ist schon im Finish-Bereich. Ich vermute, wir haben wieder einen Fehler in der... Also ich muss mich da entschuldigen, das mit dem Scoreboard funktioniert leider noch nicht, so wie wir es uns vorgestellt haben. Hoffen wir haben jetzt den richtigen Score, 45 von Marjanovic, das heißt 128. Funktioniert leider noch nicht so. Ich glaube nicht, das 128, ja, da hätte er sicher mit 18 begonnen. Also 95 jetzt für Robert Marjanovic, werden wir gleich sehen, was er anspielt. Ja, 95 stimmt. Ja. Triple 20, Doppel 5. Und der sitzt. Setzt 3-1 für Robert Marjanovic. Nochmal zur Info, das Scoreboard funktioniert. Also stimmt nicht richtig, da steht jetzt gleich 4-0, es steht aber 3-1 für Robert Marjanovic. Das war übrigens ein Break, das heißt Robert Marjanovic beginnt mit einer 60. Wir haben noch gar keinen Tipp abgegeben. Das stimmt, jetzt ist natürlich nicht sehr fair, aber ich hätte vorher schon den Robi vorne gehabt und ich tippe jetzt nochmal ganz frech auf 6-2. Ich tippe 6-5 für Michael. Einfach so, dass wir jetzt wieder super drüben sind. Nein, das gefällt mir. Das ist wie richtig mutig. 134 vom Robert, vom Robby. Und 134 von Michael. So viel ich weiß, ist ja das heute das letzte Spiel, und was wir zeigen. Schon. Das ist jetzt das letzte Spiel, was wir zeigen. Morgen geht es dann weiter. Morgen geht es weiter. Ab 11 Uhr. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ab 11 Uhr, muss ich gleich nochmal schauen, werde euch das dann nochmal auf die Facebook-Seite veröffentlichen. 167 von Michael Gottschick. 65 Rest. Stimmt das? Nein, das kann nicht stimmen. Das hat schon gestimmt jetzt mit den 165 hat er gescored, das ist falsch eingegeben worden. Er hat 167 hat er jetzt stehen. Naja, wir werden es jetzt ein bisschen in Mathematik üben und ein bisschen immer mitrechnen. Nein, es ist schon wieder richtig gestimmt. Ja. Okay. Glaube ich halt. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal zurück auf diese Hemmungen, die viele E-Dart-Spieler eben haben, weil sie Angst haben vor dem Schreiben. Und aber ich glaube, es setzt sich immer mehr durch und wenn wir auch die Funktionäre sind gefordert, diese Angst nehmen und vor allem, ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zu unserem Event und zu diesem Stildart-Event. Wir versuchen in den ersten Runden eben, um alle Spieler zu ermutigen, dass sie mitmachen, fixe Schreiber zu haben. Das heißt, dass wir die ersten 2 bis 3 Runden mit fixen Schreibern schreiben. Es werden uns auch die guten und Weltklasse-Spieler zur Verfügung stehen, ist einmal was ganz was Tolles, wenn man jetzt eine Partie geschrieben kriegt von einem wirklich guten Spieler.
Und dann ab der dritten Runde und so sind die Spieler dann schon, glaube ich, in der Lage, das sind dann die wirklich schon die geübteren Spieler und auch viele, die schon Stiller gespielt haben, dass dann immer der Verlierer an Bord bleibt. Ja. Und so wollen wir jetzt eben diesen der großen Masse eben die Angst nehmen, dass sie sagen, na, wenn ich da schreiben muss, da spiele ich nicht mit. Nein, also und sie werden es dann aber schon mitkriegen im Laufe der Matches, dass das keine große Hexerei ist. Also jetzt hat der Michael hat jetzt das 3-2 gemacht, also 2-3 für Robert Marjanovic. Ja, mit meinem 6-2 wird schon wieder eng. Wird eng, ja. Aber du hast die Chance noch. Wir haben beide doch die Chance. Der Robi muss jetzt, dass dein Tipp aufgeht, die nächsten drei gewinnen. Ja, das stimmt. War übrigens ein Break von Michael. Ja, aber er hat schon wieder die Chance aufs Rebreak. Ja. Die Chance liegt 100 für 192 von Robby. 20. Also ein Finish wird wahrscheinlich möglich sein für Michael. Finish 140, mit 140. Ja, 106 da. Rest. Also Robby kann nur noch nachziehen, kann nur noch stellen. Aber auch er wieder mit einem schönen Score 100. 92 Rest. Zweiter Finish ist schon da. Auch das ist noch möglich. Ah, er hat es probiert. Triple 17 in dem Ball. Und Robby jetzt Rest, höchstwahrscheinlich auf Triple 20. Na, oh, da ist er leider abgerissen. Ja. Aber er steht eigentlich recht nahe. Ja. 64 ja, Tops. Kriegt die Chance. Und er sitzt, ja. 3-3 Ausgleich. Also mein Tipp ist schon mal. Dein Tschüss. Hat sich erledigt. Du glaube ich hat 6-5 getippt, oder? Ich habe 6-5 für Michael getippt, ja. Ja, die Chance besteht. Robert beginnt mit einer 100. Schau mal, was der Michael nachlegen kann. Ich sag's jetzt auch nochmal, wer jetzt erst kürzlich herkommen ist, bitte lasst euch nicht verwirren, es steht nicht 4-2, es steht 3-3. Genau. Es gibt leider bei diesem Programm nicht die Möglichkeit, dass man den Gesamtstand während dem Match ändert. Aber wir werden es verkraften. 81 nachgespielt. Von Michael, 60 von Robert. Wir werden versuchen, fürs nächste Mal vielleicht ein kleines Zusatzprogramm zu machen, das wir dann einblenden können, wo wir mehr oder weniger dann auch Tabellen erstellen können. Genau. Wo wir eine Live-Tabelle auch haben. Wir sind nur ein bisschen im Lernen, aber ich glaube, es das wird ist schon auch vieles besser als letztes Mal. Also ja, morgen wird nochmal ein Schritt gemacht und dann wird es schon. Begeistert bin ich auf jeden Fall von der Bildqualität. Ich hoffe, dass das bei euch zu Hause auch so gut rüberkommt, aber das schaut da wirklich perfekt aus. 95 vom Robby. Das heißt, es gibt keinen Finish. Nein. War das 95? Oh nein, das kann nicht stimmen, das waren nur 35. Ja. Aber jetzt sollte es soweit. Oh, wieder einer. 41. Ich wollte sagen, jetzt sollte es soweit sein. Ja, das Bull leider verfehlt. Was macht Michael? Triple 20, 1. Und nochmal. 121. Bringt ihn aber auch nicht in den Finish-Bereich. So, jetzt verlässt mich meine Stimme. Genug gesprochen für heute. Ja, man unterschätzt es, ja. Wenn man da startet. Ah gut, wir haben du bist heute ja doch schon länger dran. Keine Pause gemacht, nicht wirklich, aber in einer halben Stunde aber wieder Stimme. 100 von Michael. 82 Bull getroffen, ja, Doppel 16. Guter Macker. Ah, der erste das Leben. War ganz harscher. 91 für Michael. Triple 17. Nein, Bullseye. Übers Bull. Bullseye, das war 25.
Triple 16, Doppel 9, oder? Ja, Doppel 9, aber nicht getroffen. Robin, nochmal, die Chance, Doppel 16. Der war weit weg. Jetzt wird's passen. Ah, wieder ja. Da dazu. Ist heute eher selten, fast immer gleich gecheckt worden. Ja, Doppelprobleme, Doppel 9 jetzt getroffen von Michael. Das ist das 4:3 für Michael und ein Break. Also, ja. So wie es aussieht, kann der Michael die Partie noch drehen. Ganz, ganz, ganz interessant. Werden wir mal sehen, ob er das jetzt schafft. 3:4, nicht 4:3, wieder mal gesagt. ...58 gestartet von Michael, 85 von Robby. Wie weit kommen wir? Zu welchem Ergebnis kommen wir? Nachdem Robby ja 3-1 geführt hat, hat jetzt Michael 3 Legs in Folge gewonnen und auf das 4:3 gedreht. Aber ich glaube, wir haben da... Genau, wir haben den falschen Score, also 4:3 für Michael. Jetzt Robert hat inzwischen hat er den Anwurf hat er jetzt an seine Seite gezogen. 115 Punkte, super Score, Weltklasse. Ja, könnte da das Break wieder schaffen zu sein zum 4:4. 140 von Michael, sehr stark. Kein Finish, aber kein Finish. ...93 von Robby, 112 Rest. Auf was stellt sich? Das waren glaube ich 115 Punkte. Ja, toll. 51 Rest. Triple 20. Ja, 12 Tops und Tops für fürs 4-4. Das war haarscharf, wirklich. Michael, jetzt die Chance. Auf das 5:3, 19 für Doppel 16. Doppel 16, der ist weit weg. Einen hat er noch. Doppel 16. Der ist auch nicht. Das Robert heißt, der Robert bekommt noch mal Darts aufs 4:4. Genau. Doppel 10. Der sitzt 4:4. Jawohl. Für beide, stimmt. Aber kleiner Vorteil für Robby. Break, also Rebreak. Jetzt eigenes Leg behaupten und das Ding nach Hause bringen. Er beginnt meistens mit sehr 100. Stark. Ja. ...60 von Michael. ...95 von Robby. Das sieht jetzt, also wie gesagt, es steht ja, 4:4, bitte nicht täuschen lassen von der Anzeige. So, Robby, jetzt zweimal Single, 43 Score, steht auf 205. Ah, das war Michael. Und Robby jetzt im Finish-Bereich mit 114. Hat mit den nächsten drei Darts die Chance auf 5:4 zu stellen. Und Jack, wunderschöner Jack, toll ausgemacht. 5:4.
Und Michael kann das Match nur mehr gewinnen, wenn er die letzten beiden Legs gewinnt, sprich auch dann im Anschluss an das Leg ein Break schafft. Ja, 5:4 für Robby. Michael muss jetzt die nächsten beiden Legs gewinnen. Robby startet souverän mit einer 100, Michael mit leider nur 43. Jetzt muss er auf jeden Fall mal mit einem Triple, am besten mit zwei, zwei funktionieren nicht mehr. Ein Triple. Leider 59. Aber wie man heute schon gesehen hat, ist noch alles möglich. Robby mit 45 Punkten. Genau das sind die Momente, wo sich ein Spiel wieder, wo sich ein Leg wieder drehen kann. Das ist richtig. Michael mit 77 Punkten. Das Triple war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Robby trifft 81. Michael beginnt wieder mit der 1 und trifft nur 27. Ja, jetzt ist die Gefahr groß. Ich glaube, das war jetzt die Entscheidung. Die 27 Punkte oder auch nicht. 85. Oh, das letzte Triple sehr wichtig. Ich glaube, dass die 27 Punkte waren jetzt, wenn jetzt nichts mehr kommt, war das die Entscheidung. Das 20. Triple 19. Mhm. Triple 19, 134. Also, das war nochmal eine Rückmeldung. Ich war wieder zu vorschnell. 161 ist, wenn ich mich nicht verrechne. 161. Aber Robby startet mit zwei Triple 20ern. Wird starke 174. Das war ganz, ganz toll. 16 West. Und Michael kann. Und jetzt die große Chance auf 6 Doppel 8 zu spielen. Fürs Match. Guter Marker, Doppel 8. Der sitzt. Und das war Game Shot. Check. Ende Match. 6:4 für Robert Marjanovic. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich möchte mich auch noch einmal recht herzlich bedanken. Erstens einmal, dass ich da sein durfte. Und wunderschöne Grüße ins ganze Netz. Ins ganze Netz. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann. Oder hoffentlich hören uns, ab Mittwoch. Hören uns morgen und sehen uns hoffentlich ab Mittwoch genau. In Slowenien bei der EDF. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Euch auch. Tschüss, danke. Ciao.